Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich habe es ehrlich gesagt heute erwartet, weil wir eine Referentin haben, die einfach vieles miteinander verbindet, auch im medizinischen Bereich, im komplementärmedizinischen Bereich und ich darf wohl auch sagen, im menschlichen Bereich. Der heutige Abend ist auch wieder ein gemeinsamer mit dem Verlagshaus der Ärzte. Sie haben auf Ihrem Platz, zumindest die hier unten, vorgefunden, den Katalog und dieses Buch, das Sie gerne mitnehmen dürfen. Die Frau Karal vom Verlag der Ärzte ist auch im Anschluss an die Veranstaltung noch draußen beim Bücherstand. Es gibt einige Bücher, die direkt auch zum heutigen Abend Bezug nehmen, zum Beispiel Wechseljahre natürlich durch das Klimakterium. Es gibt ein sehr spannendes Buch über die Wirbelsäule der Frau. Da geht es natürlich auch um Gesundheit, Belastung, Ausgleich, das auch heute ein großes Thema sein wird. Mein Körper in Balance ist sicher auch ein sehr bemerkenswerter Beitrag in der Reihe dieser Gesundheitsbücher, die alle so geschrieben sind, dass eben auch wir als Laien sie gut verstehen können und dass wir wirklich etwas davon haben. Also wenn Sie nachher noch Interesse haben, steht Ihnen die Frau Karal gerne noch zur Verfügung. Auch viele andere Themen sind dort draußen natürlich vertreten. Die Frau in der Mitte des Lebens, Chancen der zweiten Lebenshälfte, das ist das Thema, mit dem wir heute Frau Dr. Maria Heidinger bei uns im Essenzsaal begrüßen. Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in Salzburg, ausgebildet an der Frauenklinik in Salzburg als Oberärztin, vor allem in der gynäkologischen Onkologie. Sie war Gründungsmitglied und langjährige Obfrau des Frauengesundheitszentrums ISIS und sie hat sich auch in vielen Bereichen natürlich weitergebildet, wie zum Beispiel in Anti-Aging-Medizin und auch in der Palliativmedizin. Und da ist sie ja in einem Bereich tätig, in dem sie ganz viel in den vergangenen Jahren vorangebracht hat, nämlich als Obfrau der Hospizbewegung Salzburg, ein ganz wichtiger Bereich, der hier aufgebaut wurde und der ohne Frau Dr. Heidinger nicht denkbar wäre. Von 1999 bis 2004 war sie Gesundheitslandesrätin in Salzburg und würde man in Österreich Minister und Ministerinnen danach aussuchen, wie nahe sie bei den Menschen sind, wie viel sie davon verstehen, wie es den Menschen im Alltag geht und die darüber hinaus auch in ihrem Fach noch hochkompetent sind, würde man die Frau Dr. Heidinger in der Mitte ihres Lebens, sage ich jetzt ganz einfach einmal, ich habe heute nachgeschaut, es ginge sich alles noch locker aus, sicher auch für so etwas für sehr geeignet halten. Ich danke, dass Sie mich und ein paar andere heute als Quotenmänner hier mitmachen und mittun lassen und freue mich, liebe Maria Heidinger, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lieber Josef Bruckmoser, danke vielmals für die Einladung. Ich möchte heute versuchen, Sie so in einen Lebensabschnitt hineinzuführen, in dem einige von Ihnen schon mittendrin sind, in dem einige von Ihnen noch nicht so weit sind, aber trotzdem interessiert sind, was wird Sie alles erwarten, und in dem einige eigentlich über die eigentliche Form der Wechseljahre vielleicht schon drüber sind, aber erkannt haben, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, für die so lange zweite Lebenshälfte auch etwas im Sinne der Vorsorge zu tun. Ich werde, wie Sie schon sehen, keine PowerPoint-Präsentation machen, ich werde keinen ganz extremen Fachvortrag erhalten, sondern ich möchte mich mit Ihnen austauschen. Und dieses Thema ist so unwahrscheinlich groß und so vielseitig, dass wir ein Ganztagesseminar darüber abhalten könnten. Und so möchte ich zumindest versuchen, jetzt in der guten nächsten halben, dreiviertel Stunde Sie so hineinzuführen und dieses Thema so umfassend von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Alles werden wir nicht ansprechen können, aber ich hoffe ja, dass Sie dann eifrig Fragen stellen, weil aufgrund der Beantwortung der Fragen werden wir vielleicht auf einige gezielte Themen noch einmal zuschauen können.
Wenn wir sehen, dann, und das Interesse an dem heutigen Abend zeigt sie auch, dass dieses Thema Lebensmittel, dieses Thema hormonelle und Stoffwechselveränderung eine ganz besonders große Bedeutung gewonnen hat im Vergleich zu früher. Jetzt redet man darüber. Es gibt kaum so viel Information auch über dieses Thema. Und trotzdem, wie Sie alle hier sitzen, bedeutet das aber noch nicht, wenn Sie informierte Frau sind, dass Sie auch wissen, was individuell für Sie darauf zutrifft. Das heißt, gerade in dieser Lebensphase mit der gesamten Darstellung, wo steht die Frau, wie ist ihr ganzes soziales Umfeld, wie ist ihr Belastungsumfeld, wie ist ihr Beziehungsumfeld, von vielen dieser Dinge hängt das ab, wie sie in diese Zeit hineingehen und wie sie durch diese wichtigen Jahre durchgehen. Warum das auch eine so größere Bedeutung gewonnen hat, dass wir heute so ausführlich darüber sprechen werden, hat mit der deutlich verlängerten Lebenserwartung zu tun. Wenn wir jetzt 100 Jahre zurückdenken, dann war die mittlere Lebenserwartung von Frauen 50, 52 Jahre. Das heißt, die Frauen, die damals in die Wechseljahre gekommen sind, haben die Wechseljahre entweder überhaupt nicht erlebt, weil sie davor gestorben sind, und haben zumindest niemals die Folgeerscheinungen und teilweise Folgeerkrankungen erlebt, die über die Hormonmangelsituation auftreten. Alle Ihre und meine Enkeltöchter, die heute geboren werden, haben eine mittlere Lebenserwartung von 100 Jahren. Das heißt, die Statistik sagt, unser Leben verändert sich in 6 Stunden pro Tag, die Lebenszeit. Das heißt, wenn wir das uns so vor Augen führen, dann können wir jetzt sagen, für so meine und in hohem Maß Ihre Generation, dass wir sagen können, wir erleben derzeit 1/3 unseres Lebens in einer Zeit ohne die typischen weiblichen Hormone, die uns Kraft geben. Und unsere Enkeltöchter werden die Hälfte ihres Lebens in dieser Zeit verbringen. Das heißt, es bedeutet hier, und das wollen wir heute gemeinsam machen, mal kurz innezuhalten und sich das alles vor Augen führen, dass das nicht ein Lebensabschnitt ist, auf den wir zugehen, der jetzt bedeutet, jetzt geht es nur mehr bergab, jetzt können wir nur mehr warten auf das Ende, sondern das ist ein Lebensabschnitt, der noch erfüllt sein soll mit Lebensfreude, mit Lebensinhalt, mit Lebensqualität. Und dazu müssen Sie was tun, dazu müssen Sie gut geführt werden im Sinne von verschiedensten Hilfestellungen im therapeutischen und im Führungsbereich und im ärztlichen Bereich, dass es Ihnen auch gelingt, für sich individuell Ihre Wechseljahre und Ihre zweite Lebenszeit so zu verleben, wie Sie sich das wünschen. Und das wollen wir heute so ein bisschen gemeinsam besprechen. Wenn wir glauben, dass also diese Wechseljahre so mit diesen wirklichen hormonellen Veränderungen dann so viel nach sich ziehen, so von 0 auf 100 gehen, so ist das bei den meisten Frauen nicht der Fall. Wenn wir sehen, dass das, wenn wir uns ein bisschen überlegen, was passiert denn da alles überhaupt in diesen Wechseljahren hormonell mit uns, dann möchte ich Sie so ein bisschen zurückführen und das so ein bisschen auf eine Ebene bringen, wo wir das natürlich nicht im gesamten Stoffwechsel jetzt erörtern können, aber die wichtigsten Hormone, die unser Frausein bestimmen, möchte ich mit Ihnen einfach durchgehen. Sie müssen sich vorstellen, dass es einen Sinn macht und die Biologie hat das so eingerichtet oder wenn Sie wollen, der liebe Gott hat das so gewollt, dass wir so rund um das 50. Lebensjahr in eine Ruhephase eintreten sollten. Und niemand, fast niemand, kann mit 50 Jahren in diese Ruhephase eintreten, die uns eigentlich der Körper, aber aufgrund der komplett veränderten Stoffwechsellage vorgeben sollte. Denn wenn Sie zurückschauen in Ihr Frauenleben, und da haben Männer einfach nichts Vergleichbares, das ist kein Vorwurf, aber nichts Vergleichbares zu bieten, dann ist unser ganzes Frauenleben von der Pubertät an ein ständiges Auf und Ab der Hormone. Jeder Zyklus zwischen den einzelnen Regelblutungen ist gesteuert von einer Vielzahl von Hormonen und es ist ein ständiges Auf und Ab. Wenn wir sehen, dass unsere jungen Mädchen mit 10, 12, 13 ihre erste Regelblutung bekommen, dann ist das, heißt das, dass sie also deutlich Östrogen jetzt gebildet haben, die Eierstöcke, dass so viel Östrogen da sein muss, dass sich auch eine Schleimhaut aufbaut, dann kommt es zur ersten Blutung. Erst einige Zeit später kommt dann dieses Gelbkörperhormon dazu, dieses Hormon für die Seele, wie viele von Ihnen das ja dann auch an Schwankungen merken. Und dann gibt es einmal die Eisprünge und das ist also zwischen diesen beiden Regelblutungen immer ein Auf und Ab.
dann ist von 90% aller Frauen auch heute noch verlangt, die Pillenberatung, das heißt, überhaupt die Familienplanung selber in die Hand zu nehmen. Das bedeutet, dass wir über unseren eigenen Hormonhaushalt noch einen künstlichen Hormonhaushalt drüberlegen. Auch das ist nicht so von ungefähr belastend, weil es künstliche Hormone sind, obwohl es also jetzt schon sehr viele Dinge gibt, wo man also nicht mehr so vorsichtig sein muss wie noch vor einiger Zeit. Aber es ist immerhin eine Belastung für unseren Körper. Dann kommt es zu den Schwangerschaften, die wir uns alle wünschen und wo wir uns alle drüber freuen. Aber damit wird unser Körper neuerlich, unser Gefäßsystem, jede Zelle überschwemmt mit einer massiven Zahl und mit einem massiven Pegel von vom weiblichen Hormon. Wenn Sie sich nur als eine Zahl vorstellen können, in der Mitte des Zykluses, solange wir normale Regelblutungen haben, in der Mitte des Zykluses haben Sie den höchsten Östrogenspiegel mit rund 250, 300 nach einem Messwert und in der 16. Schwangerschaftswoche, Ende des vierten Monats, ist der Östrogenwert an die 300.000. Dass das ein natürlich Belastung ist für jede Zelle in unserem Körper und dass es nicht von ungefähr ist, dass die Gefäße weitgestellt werden, dass Frauen mehr Krampfadern haben als Männer. Das hat also ständig mit diesen totalen Überschwemmungssituationen des Körpers zu tun. Dann nach der Schwangerschaft kommt dann das Stillhormon richtig zu tragen und die Frau stillt, das ist wieder dann für den Östrogenspiegel anders. Und so geht das permanent, ich könnte es Ihnen schildern, je nachdem wie viele Kinder Sie haben, wie das auf und ab ist. Und endlich einmal, wenn ich das jetzt so sagen darf, rund um das 50. Lebensjahr mit einigen leider schon sehr viel früher Frauen, die mit 42, 43 schon in die Wechseljahre kommen, aber ich habe in meiner Ordination auch Frauen mit 55, die einen völlig normalen Zyklus haben. Also so können wir nur sagen, so rund um das 50. Lebensjahr auf oder ab, tritt dann eine Situation in unserem Körper ein, wo die hormonelle Situation so wird, dass alles klar ist. Das wird nie wieder anders. Und das ist von der Biologie gewollt, dass wir eben mit 50 Jahren nicht mehr schwanger werden können. Das wäre das Normale, das Physiologische, dass es eben kein Auf und Ab mehr gibt. Und das war in früherer Zeit auch die Phase, wo Frauen dann sagen, so, jetzt kann ich das nicht mehr so leisten, jetzt habe ich das eine oder andere Problem und jetzt muss ich mehr auf mich schauen. Jetzt schauen wir in unserem Umfeld um, Frauen mit 50, mitten im Arbeitsprozess, wenn sie jetzt plötzlich zu ihrem Chef sagen, so ab nun muss ich mir Mittag ein bisschen zur Ruhe setzen, weil ich brauche meine Erholungsphase, die sie wirklich brauchen würden, abgesehen davon, dann sind sie ausgetauscht, ehe sie sich's versehen. Ja? Auch ihr familiäres Umfeld, wo sie immer funktioniert haben, weil sie eine perfekte Hausfrau, eine perfekte Ehefrau, eine perfekte Mutter waren, alles noch vereinbart haben, vielleicht noch irgendeinen Angehörigen mitbetreut haben oder alles organisiert haben, was sie alles Kraft ihrer Hormone konnten, das geht plötzlich in dem Maße nicht mehr so. Und das hat einen Sinn. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir in unserem Rahmen unseres Lebens, unserer Lebenssituation, uns so weit behelfen können, dass es in irgendeiner Form möglich ist, das einmal wirklich anzuschauen, wo stehe ich, wo gebe ich meine Kräfte hin, wo erhalte ich sie aber wieder, ist das annähernd ein Ausgleich, ist das ein Gleichgewicht oder gebe ich ständig und ständig und ständig und wird der Druck von außen und der Druck, den sie sich selber machen, weil sie ja selber eine ganz riesige auch Anspruch an sich selber haben, schon ihr halbes Leben ja aufgebaut, dass sie plötzlich sehen, so wird das nicht mehr gehen. Und jede Frau, kann ich Ihnen sagen, oder hoffe ich auf unsere Töchtergeneration und später, die gelernt hat, sich schon in einer Zeit, solange hormonell noch alles in Ordnung war, sich gewisse Freiräume zu schaffen, wo sie gewusst hat, das gehört mir allein. Und das kann in Form einer bestimmten Bewegung sein oder das kann auch eine Ruhephase sein, dass man sich zurückzieht, einmal ein Buch liest und dass man mal wirklich das Gefühl hat, so und jetzt kriege ich wieder Kraft für mich. Und alle, die das schon in der Phase ihres Lebens geschafft haben, werden sich dann deutlich leichter tun, sich abzugrenzen, zu schauen, dass niemand permanent über ihre Grenzen drüber trampelt und dass sie auch in der Lage sind, die Grenze so zu ziehen, dass sie nicht ständig drüber steigen. Und das ist ein harter Prozess. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich in der Ordination mit Frauen diese Situation sehe, wenn ich höre, wie erschöpft Frauen sind, erschöpft vom Leben, ja, und das ist jetzt überhaupt kein Krankheitsstempel, sondern einfach erschöpft von dem, was sie alles zu tun haben.
und ich dann sehe, wie die hormonelle Basissituation ist, dass das gar nicht mehr gehen kann, dann kann man prognostizieren, dass das natürlich in eine Spirale führen muss, die permanent nach unten geht. Und deswegen ist es so wichtig, in diesem Lebensabschnitt oder im Rahmen dieser hormonellen Veränderungen innezuhalten, stillzuhalten, zu schauen, wo sind meine Grenzen, was belastet mich, wo kann ich wieder auftanken, und auf das werden wir schon heute noch kommen. Was passiert alles in unserer hormonellen Situation? Schon sehr früh geht bei manchen Frauen, kommt es zu Schwankungen des Gelbkörperhormons. Das Gelbkörperhormon ist jetzt ganz banal gesagt das Hormon, das auch bezeichnet wird als Hormon für die Seele, weil wir bei Schwankungen des Gelbkörperhormons, und viele Frauen kennen das, noch solange ihr Zyklus ganz unauffällig ist, doch dieses typische prämenstruelle Syndrom kennen. Das heißt, diese Stimmungsphasen vor der Regel, das ein bisschen launisch zu sein, nicht mehr so leistungsfähig zu sein, müder zu sein, vielleicht einmal ein bisschen angestaute Finger oder Zehen zu haben, Kopfschmerzen zu haben, so in der letzten Phase, bevor dann die Regel eintritt. Das ist nicht ein absolut gesehener hormoneller Mangel von dem Gelbkörperhormon, sondern das sind Schwankungen, die sich bei vielen Frauen schon sehr in ihrem seelischen Gleichgewicht auswirken. Jahre, oft Jahre, bevor es wirklich zur letzten Regelblutung kommt, beginnt dieses Gelbkörperhormon zu schwanken. Das heißt, die Eisprünge sind nur mehr selten, das Schwangerschaftsrisiko daher für Frauen vor den Wechseljahren auch seltener, wohl diese Frage noch verhüten zu müssen, immer eine ganz wichtige Frage rund um diese Wechselsituation ist. Aber das ist ein Hormon, das schon früh aus unserem Körper geht. Sehr viele Frauen, die dann Beschwerden äußern, kriegen teils gut gemeint von ihren Ärzten, aber ich sage es kritisch, viel zu früh gegeben, schon Hormonersatztherapien über den Tisch hingeschoben. Und das bedeutet daher, dass sie ja noch nicht einen massiven Mangel an ihrem weiblichen Hormon Östrogen haben, aber wenn sie jetzt ein künstliches Hormon draufsetzen, weil gut gemeint war, dass es ihnen dann wieder gut geht, dann sind sie an den Tagen, wo sie hormonell ein bisschen niedriger sind, auch mit ihrem Östrogenspiegel, geht es ihnen vielleicht ganz gut. Und an den Tagen, an denen sie selber noch sehr viel Östrogen produzieren von ihren Eierstöcken und sie dann ein Präparat drüber gelegt bekommen, ist das natürlich dann kein Wunder, dass es ihnen überhaupt nicht gut geht, dass die Frauen das Gefühl haben, sie platzen aus allen Nähten, sie nehmen auch absolut gesehen Gewicht zu, das ist ganz klar, weil es eine Überdosierung von Östrogen ist. Und das kann genau dasselbe Beschwerdebild machen, wie wenn sie kein eigenes Östrogen mehr produzieren. Und erst dann, ja, wenn der Östrogenspiegel gewisse Werte unterschreitet, dann kann sich in der Gebärmutterhöhle keine Schleimhaut mehr aufbauen und dann ist nichts mehr da, was bluten kann. Und dann merken die Frauen ganz typisch die Situation so, dass sie 2-3 Mal hintereinander normale Regel haben, dann bleibt sie mal 2-3 Monate aus, dann kommt es wieder mal. Das sind so beginnende hormonelle Schwankungen, vor allem des Östrogen, des weiblichen Hormonspiegels. Und solange wir unser Östrogen nur irgendwie behalten können, können wir nur glücklich sein. Denn das ist die größte Schutzfunktion, die wir in unserem Körper haben. Und mit dem Wegfall des Östrogens, das ist dann der Punkt, ändert sich unser gesamter Stoffwechsel oder ein Großteil unseres Stoffwechsels. Anders ist es nicht zu erklären, und man kann das medizinisch in Studien ganz deutlich beweisen, dass doch ein Großteil der Frauen, die immer eine völlig normale Schilddrüsenfunktion haben, plötzlich mit Wegfall des Östrogens, wenn sie in den Wechseljahre kommen, eine Schilddrüsenunterfunktion haben, dass plötzlich, obwohl sie das Ernährungsverhalten überhaupt nicht verändert haben, ihre Blutfettwerte ansteigen, die Cholesterinwerte ansteigen, der Blutdruck beginnt zu schwanken. Das sind Folgeerscheinungen, die einzig und allein im Wegfall des Östrogens, und das lässt sich medizinisch jetzt hochwissenschaftlich und auch schon banal alles erklären, das ist ein Stoffwechselvorgang, der mit dem Wegfall des Östrogens zu tun hat. Gott sei Dank produzieren unsere Eierstöcke, auch wenn das Östrogen schon weg ist, in sehr hohem Maße noch, bei den meisten Frauen muss man sagen, noch männliches Hormon. Dieses männliche Hormon ist total wichtig, weil es eine wesentliche Aussage macht, ob wir einen guten Antrieb haben, ob wir eine gute Leistungsfähigkeit haben, ob wir noch Lust auf Sexualität haben. Es ist in ganz, ganz hohem Maß, wenn die Unlust auf Sexualität hormonell bedingt ist, das muss man einschränkend sagen, da gibt es viele andere Gründe,
Aber wenn das mit der hormonellen Umstellung zu tun hat, dann ist es eine Frage, ob eine Frau noch männliches Hormon produziert und nicht so sehr eine Frage des Östrogens, des weiblichen Hormons. Deswegen, so wie früher, wo man ja völlig kritiklos damit umgegangen ist, erstens mit den Gebärmutteroperationen bei Frauen, aber dann auch mit den Eierstöcken, weil man gedacht hat, tun wir doch gleich alles raus, ist eine eh schon fast im Wechsel oder überhaupt schon im Wechsel, tun wir es gleich raus, weil sie können ja nur mehr Krebs kriegen, ist ja nur gut so. Gott sei Dank stellen sich da heute die Frauen auf die Füße und lassen das nicht mehr alles mit sich geschehen. Sie müssen sich vorstellen, alleine Ihnen von heute auf morgen die gesamte oder einen Großteil, weil wir haben ja schon andere Organe auch noch, die und das Cholesterin, aus dem sich wieder auch weibliches und männliches Hormon bildet, aber trotzdem, es wird die Hauptproduktionsstätte unserer Sexualhormone wird von heute, von einer Minute auf die andere weggenommen. Und das darf nur sein, wenn ein hundertprozentiger medizinischer Grund dafür vorliegt. Weil sonst müssen Sie wirklich an Ihren weiblichen Organen hängen, sage ich Ihnen. Wenn Sie krank sind, dann ist es eine andere Situation. Aber da hat sich Gott sei Dank einiges verändert. Das heißt, mit diesen hormonellen Umstellungen, von denen wir jetzt gesprochen haben, kommt dann eine Frau, wenn diese Schwankungen gerade des weiblichen Hormonhaushaltes beginnen oder eben die Regelblutung dann ganz aufhört, dann kommen natürlich die ein oder anderen Beschwerden. Das heißt, dass keine Frau, dass wir generell sagen müssen, dass ungefähr 70-75% aller Frauen in den Wechseljahren von einem der Hauptsymptome, die allen Frauen eigentlich bekannt sind, die Hitzewallungen, die können vergesellschaftet sein, auch mit massiven Schweißausbrüchen, müssen aber nicht sein. Gerade dieses Thema Hitzewallung ist in anderen medizinischen Schwerpunkten, hat das eine viel größere Bedeutung als bei uns. In der chinesischen Medizin unterscheiden wir 20 verschiedene Formen von Hitzewallungen. Und diese 20 verschiedenen Formen von Hitzewallungen, die mit Begleitsymptomen verbunden sind, aber eben unterschiedlichen, werden vollkommen unterschiedlich therapiert. Jahreszeitlich unterschiedlich therapiert und auch die Art der Hitzewallung unterschiedlich therapiert. Also es ist nicht Hitzewallung gleich Hitzewallung. Und das ist also schon eine der Hauptsymptome, die doch viele Frauen haben. Aber es ist bei vielen Frauen nicht das Erstsymptom. Und auf dieses Erstsymptom kommen viele von Ihnen, die jetzt hier sitzen, nicht. Und auch, weil man damit das oft nicht in Zusammenhang bringt. Es ist in dem Moment, wo die hormonellen Schwankungen eine massivere Auswirkung haben, so, dass die allermeisten Frauen Gelenksbeschwerden bekommen. In den Fingergelenken, in den Zehengelenken, teilweise auch in den größeren Gelenken sprunghaft. Und das wird oft natürlich überhaupt nicht mit den hormonellen Umstellungen in Zusammenhang gebracht. Und Frauen haben dann einen Leidensweg hinter sich teilweise und haben Therapien, wo man dann sagen muss, die sind an der Symptombekämpfung orientiert und da nützt es leider nicht immer, aber nicht an der Ursache. Die Ursache ist der Wegfall des Östrogens. Wenn Östrogen bei uns aus dem Körper weggefallen ist, dann treten massive Entzündungsreaktionen auf. Das Östrogen ist ein wahnsinnig guter Entzündungsschutz für uns. Und es kommt dann in den Gelenken zu permanenten leichten Entzündungen, die immer wieder vom Knochen aufs Gelenk, wieder zurück auf den Knochen und hin und her gehen. Zusätzlich kommen aufgrund des Alters und der hormonellen Situation auch Arthroseerscheinungen, das heißt Abnutzungserscheinungen. Das Östrogen war, solange es da war, in der Lage, gegen Enzyme aufzutreten, die unseren Knorpel abbauen. Wenn das Östrogen wegfällt, dann ist es so, dass der Knorpel abgebaut wird in den Gelenken, es zu Arthroseerscheinungen kommt und dazu durch den Wegfall des Östrogens auch es zu Entzündungsreizen kommt. Und das macht die typischen Gelenksbeschwerden bei Frauen, die eben ja, dann ganz verschieden therapiert werden können, eben auch in den Wechseljahren sehr gut zugänglich sind, weil man antientzündlich versuchen muss, einfach da was zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht Cortisontherapien, sondern ich meine dazu wirklich alternative entzündungshemmende Therapien, die eben auch in alternativen Präparaten gut verankert sind, wenn man weiß, was gegen Entzündungen hier hilft. Also das ist ein Symptom, das bei vielen Frauen auftritt. Das nächste Symptom außer der Hitzewallung, das eben sein kann mit Schweißausbrüchen, ohne Schweißausbrüche, ein typisches Zeichen für die typischen Wechseljahre-Hitzewallungen sind vor allem die Hitzewallungen, die deutlich mehr nachts auftreten als am Tag.
Wenn Sie mehr Hitzewallungen am Tag haben, ist das ein Alarmzeichen, dass man die Schilddrüse abklären muss. Und über die Abklärungen reden wir eh noch kurz. Also das wäre ein ganz ein wichtiger Grund, dass man auch schaut, wie treten denn die Hitzewallungen auf. Dadurch sind die Frauen auch natürlich in ihrem Schlafmuster sehr gestört. Wenn ich mit den Frauen das genau bespreche, dann sagen viele, sie sind total erschöpft und schlafen am Abend total müde ein und weg und teilweise schon vor dem Fernseher weg, aber sie schlafen nicht durch. Also die typischen Durchschlafstörungen ist eine der Hauptsymptomatik, die über die hormonelle Umstellung kommt. Was passiert da in unserem Körper? Mit dem Wegfall des Östrogens verlieren wir in einem hohen Maß den Anstieg unseres Schlafhormons. Unser Schlafhormon, solange wir jung waren, und bei den Kindern ist das ja ganz besonders ausgeprägt, dieses Schlafhormon ist ein Hormon, das also im Gehirn produziert wird, in der Zirbeldrüse, und das dazu führt, dass bis 11 in der Nacht, also am Abend, bis 11 Uhr in der Nacht, in dem Moment, wo es dunkel wird, dieses Schlafhormon auf den 10- bis 20-fachen Wert ansteigt. Das hat einen Sinn, solange wir jung sind und solange unsere Hormone funktionieren, ist auch bei den meisten Frauen, wenn sie keine anderen Probleme haben, das Schlafen eigentlich kein Thema. Und dann steigt dieses Schlafhormon an und hält so lange an, bis in der Früh durch den Lichteinfall das Melatonin sinkt, das Cortisol, das heißt unser Stresshormon, über das wir auch noch reden müssen, sehr viel, ansteigt und dann der Stoffwechsel wieder in Gang kommt. Und das hat einen Sinn, dass wir schlafen können, weil wir genau wissen, chronobiologisch, in welcher Stunde regeneriert sich welches Organ, wenn wir schlafen. Und die Bronchien sind am meisten verengt um 4 Uhr in der Früh, deswegen sind die Asthmaanfälle am meisten um 4 Uhr in der Früh. Und wir wissen ganz genau, wann regeneriert sich das Herz, wann regeneriert sich die Niere. Und wenn Sie nicht schlafen können in den Wechseljahren, dann ist das nicht nur lästig, sondern ein ganz wesentlicher Basis für weitere Krankheitsbilder, die folgen werden. Weil wenn sich Ihr Herz nicht mehr regenerieren kann, dann werden Sie eine Herzunruhe haben, dann werden Sie für unter Umständen auch am Herzmuskel Veränderungen bekommen. Das heißt, Schlafen ist therapeutisch unwahrscheinlich wichtig. Und Sie dürfen sich nicht zufrieden geben in den Wechseljahren, wenn es heißt, Sie können überhaupt nicht mehr durchschlafen. Das darf man nicht gottgegeben hinnehmen, weil das Anlass ist, dass Sie wirklich ein Problem haben können. Im Bereich der langen Lebenserwartung wollen wir doch gesünder und besser älter werden. Die andere Problematik, also die in den Wechseljahren immer wieder kommt, ist natürlich auch die Frage der Stimmungslage, die bei vielen Frauen natürlich sehr beeinträchtigt ist. Das heißt, bei jenen Frauen natürlich vor allem beeinträchtigt ist, die also komplett überfordert sind. Und wenn ich also Frauen mir gegenüber sitzen und ich verwende sehr viel Zeit, um Frauen zuzuhören, und sie sich dann so öffnen können, dann ist mir vollkommen klar, dass auf keinen Fall mit irgendeinem Medikament, ja, hier eine Symptomlage hergestellt werden kann, dass alles so ist wie früher. Das ist eine sehr umfassende Art des Wahrnehmens von Frauen in ihrer gesamten Lebenssituation. Und die Stimmungslage und das, wie Frauen schlafen können, wie Frauen belastet sind, wie Frauen stressig unterwegs sind, ja, das hat eine wesentliche Auswirkung, wie sie ihre Wechseljahre erleben. Es gibt eine medizinische Tatsache, die heißt, je schneller und plötzlicher die Hormone ihren Körper verlassen, umso mehr haben sie das Risiko, dass sie auch massivere Wechselbeschwerden bekommen. Ja, also von 0 auf 100, wenn das also durch eine Operation oder wirklich, es gibt Frauen, die haben einen völlig normalen Hormonhaushalt, einen völlig normalen Zyklus und es ist von heute auf morgen Schluss. Das gibt es. Aber das ist die geringste Prozentsatz der Frauen. Bei den meisten Frauen geht der Übergang wirklich wechselnd und langsamer. Und aber wenn natürlich dazu kommt, ja, dass sie sich total überfordern, dass sie glauben, sie fahren wirklich, wie ich immer sage, nach dieser reiß dich zusammen Mentalität, permanent, weil es ist früher auch immer gegangen, also muss jetzt auch so gehen, ja, und reiß dich zusammen und mach und tu, das kann nicht mehr funktionieren. Selbst wenn eine Frau überhaupt keine Beschwerden hat von Seiten ihrer Wechseljahresymptomatik, das gibt es. Es ist genetisch so, dass also, wenn sie zurückschauen, wie hat ihre Mutter ihre Wechseljahre erlebt, wobei wir da in meiner Generation ein Problem haben, weil unsere Mütter darüber nicht geredet haben und wir damals
es noch vielleicht relativ junge Kinder es nicht so erlebt haben. Aber wenn man schaut, es gibt genetische Dispositionen bei Frauen, die wirklich also keinerlei oder beinahe null Wechselbeschwerden haben. Aber das ist auch eher der seltenere Prozentsatz. Die meisten Frauen, muss man wirklich sagen, spüren irgendwas. Aber selbst wenn sie nicht spüren, das eine spüren sie ganz sicher, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind und dass es nicht mehr so leicht geht wie früher. Ja? Und wenn sie das spüren, dann heißt es aber schon, dass sie auf keinen Fall so weiter tun können wie bisher. Und ich mache ja eine sehr umfassende schulmedizinische Abklärung bei jeder Frau, weil ich jeder Frau auch beweisen möchte, aufgrund ihrer Laborbefunde, wo sie steht. Weil die Einschätzung von Frauen ja total daneben ist. Die Einschätzung von Frauen, wie sehr sind sie selber, wie fühlen sie sich belastet? Ich frage jede Frau, wie ist denn das? Was würden Sie denn glauben, wie ist denn Ihr Stressparameter? Wie ist Ihr berufliche, wie ist Ihre private Situation? Ist es so, dass Sie sagen, boah, ja, ich habe Freiräume, ich kann mal ein bisschen auch auf mich schauen? Oder ist das nicht der Fall? Ich sage Ihnen, die Frauen haben überhaupt keine Einschätzung, weil sie schon so über dieser Grenze sind, ja, wo sie sich eigentlich nicht mehr belasten sollten und dürften, damit sie auch langfristig seelisch und körperlich gesund sind. Und da mache ich auch immer, ich nehme eigentlich bei jeder Frau den Stresshormonspiegel ab. Der Stresshormonspiegel ist ja ein Spiegel, der tagesmäßig schwankt, also nur einen Wert zu haben und nicht zu wissen, zu welcher Uhrzeit ist dieses Blut abgenommen worden, das kann natürlich nicht eins zu eins gewertet werden. Aber wenn ich weiß, wann ist das Blut bei der Frau abgenommen worden, dann weiß ich ganz genau, ob sie den 2-3-fach zu hohen Wert hat, zu einer Uhrzeit in der Früh, wo sie 50 Cortisol haben müsste, und ich habe Frauen, die haben 300 Cortisol um die Uhrzeit, dann kann ich nur sagen, also das ist schwarz auf weiß zu sehen. Und da gibt aber kein Hormon, das ich Ihnen geben kann mit einem Rezept, das wieder in Ordnung bringt. Das heißt, da ist unwahrscheinlich wichtig, dass man eben sagt, so schaut Ihre Lebenssituation aus. Jetzt überlegen Sie einmal, was können Sie selber ändern? Wo können Sie selber Energie tanken? Wo sind denn Ihre Seen? Ich meine, das war ja, hat der Josef Burgmoser bei dem Interview geschrieben, aber es ist wirklich so, wenn ich Frauen frage, und ich frage jeden, weil ich mir ja auch klar bin, wo meine Seen sind, also können Sie sich vorstellen, wo ist denn Ihr Energiesee? Woher schöpfen Sie denn wieder Energie? Na, was mir da die Frauen erzählen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das ist nur Arbeit, was Sie aufzählen. Nur Arbeit. Ja? Also sage ich immer, Sie haben überhaupt nicht verstanden, was ich jetzt meine. Ja? Was ich jetzt meine, ist das, ob das jetzt Ruhephasen sind oder ob das jetzt heißt, dass ich sage, das tut mir so gut, wenn ich mit meiner Freundin da eine Stunde walken gehe, viermal in der Woche. Das ist meine Kraftpotenzial. Wenn man das eine Frau sagt, dann weiß ich, sie hat mich verstanden. Aber wenn mir eine Frau nur aufzählt, was sie gerne tut, weil sie nur arbeitet so gerne, ja, dann ist das nicht das, was ich meine. Ja. Und das ist eben genau der Punkt, dass wir natürlich, ja, und das ist jetzt, soll für niemanden jetzt ein Krankheitsstempel aufgedrückt werden, sondern es geht nur darum, dass wir uns gar nicht mehr bewusst sind, was wir alles parallel leisten. Und wenn ich da Bäuerinnen anschaue, die vor mir sitzen und dann noch diese schwere Situation auch der Pflege im eigenen Haus haben, von zum Beispiel einer Schwiegermutter oder einem Schwiegervater, der, also ich meine, niemand so jetzt irgendwie, aber der einem das Leben zur Hölle macht, weil nichts recht ist, als Schwiegertochter zu tun. Ja? Und dann hat man nebenbei noch den Steuer und die Enkelkinder werden auch noch gebracht und so weiter. Und da denke ich mir, die Frau kriegt kaum Luft. Ja? Und das ist ihr aber nicht bewusst. Und da wundert es mich nicht, verstehen Sie, da wundert es mich nicht, dass die Frauen schlecht schlafen können, dass die Frauen ganz massive Symptome haben, die natürlich krankheitsauslösend sein können. Weil ich muss Ihnen sagen, da gibt es eindeutige Datenlage. Stress macht krank, Stress macht uns früher massiv alternd und das kann man wissenschaftlich ganz gut beweisen. Stress macht dick, ja, das ist gar keine Frage. Ja, weil Sie alleine nur an einem Beispiel, wenn Sie viel Cortisol ausschütten, dann ist das Zeichen, der Körper möchte sich schützen. Ja, und das heißt, es werden die schlechten Blutfette, die Triglyceride, in Ihr gesamtes Bauchfett und Magenfett geschleudert. Ja, durch die Stresshormonausschüttung. Das heißt, dass hier ein Schutzmechanismus an den Tag gelegt wird und die Fettzellen sich aufblähen. Das ist eindeutig so. Das zweite Punkt ist der, dass Sie von klein auf in Belohnungssituationen vielleicht bekommen haben, wenn es Ihnen schlecht gegangen ist, dann hat man Stücke Schokolade gegessen. Ja? Das heißt, dieses jetzt auch noch, sich mit Süßem zu belohnen, in Stresssituationen, kann keine Frau eigentlich vernünftig essen.
Ja, das ist fast nicht drinnen und das kann man auch fast nicht verlangen. Und wenn Frauen vor mir sitzen, die einfach klagen über Übergewicht und ich sehe ihre gesamte Stresssituation, dann kann ich ihr nur sagen, solange wir das nicht ändern, werden sie niemals Gewicht abnehmen und wenn sie 5 Meter Bollig machen und weiß Gott was. Es wird nicht funktionieren. Ja? Und das sind eben schon Dinge und da könnte man wirklich bis in die Krebsvorbeugung gehen und in viele krankmachende Faktoren, was einfach diese erhöhte Stresshormonausschüttung macht. Und ich rede nicht von dem kurzen Stress, der uns allen gut tut, sondern ich rede von dem Dauerstress, den eigentlich so nach meinen Untersuchungsergebnissen sehr, sehr viele Frauen haben. Und da gilt es also wirklich innezuhalten und dem eine ganz gute Bedeutung zuzumessen, weil sich daran ja anschließt, was tun wir denn gegen all diese Dinge? Ich meine, jetzt haben wir noch nicht geredet von der Osteoporose-Vorbeugung, von der Herzinfarkt-Vorbeugung, von den Dingen, wenn Frauen noch da sitzen und sagen, ich frage ja jede Frau, haben sie auch so eine innere Unruhe? Und wenn Frauen natürlich mir sagen, sie haben immer so Herzrasen, Herzstolpern, dann ist meine Sache sofort auch zu sagen, bitte, Sie gehen zum Internisten, wir brauchen einen Herzultraschall, wir müssen schauen, wie Ihre Gefäßversorgung ist, weil wir eben wissen, dass die häufigste Todesursache bei Frauen im Wechsel der Herzinfarkt ist, auch der nicht erkannte Herzinfarkt. Auch wieder, weil durch den Wegfall des Östrogens kein Stickoxid mehr gebildet wird, das in unseren Gefäßen so wichtig ist. Und damit schleusen wir die Blutfette ein, die Gefäße werden enger und der Herzinfarkt ist da. Und das macht ja nicht die typische Symptomatik wie beim Mann mit den ausstrahlenden Schmerzen, mit dem Druck. Den Frauen ist einfach tagelang übel. Mir ist nicht gut. Das taugt mir nicht so in meinem Magen. Das sind Vorboten in hohem Maß von einem Herzinfarkt in der Altersgruppe. Das heißt, das müssen wir alles ernst nehmen. Und deswegen denke ich, dass wir auch als Mediziner aufgerufen sind, und ich versuche das wirklich zu leben, in Netzwerken zu arbeiten, zu anderen Kollegen zu verweisen, internistische Abklärung zu machen, dass ich das weiß, und vor allem mit einer großen Anzahl von guten, in einem Netzwerk von anderen Therapeuten, anderer Gesundheitsberufe zu arbeiten. Weil wenn wir jetzt da noch einmal kurz zurückkommen auf diese Stresshormonausschüttung, dann kann ich unterstützend, nicht schulmedizinisch würde ich das machen, aber alternativ je nachdem, was halt die Hauptursache ist oder die Hauptbefindlichkeit der Frau, was sie merkt, kann ich dementsprechend auch nach Vorliegen der normale Blutuntersuchungen, die ich immer mache, kann ich für die Frau individuell für den Energieaufbau, für das, so wie sie es braucht, etwas tun. Aber das ist nicht alleinige das Seligmachende, sondern diese Frau wird sinnvollerweise energetisch, therapeutisch was tun müssen. Und da verwende ich einige Zeit, das Frauen zu erklären. Weil das ein unwahrscheinlich wichtiger Faktor ist. Sie spüren ihre gesamte Situation des Beschwerdebildes auch so arg, weil sie in ihrem Körper unsäglich viele energetische Blockaden haben. Und das hat auch ihr Leben so gezeichnet. Und Frauen, die einfach permanent in diesen Situationen sind, dass sie also gerade noch das Leben auch gut schaffen, ja, und sich dessen gar nicht so bewusst sind, da sehen wir diese energetischen Blockaden auch. Und diese Energietherapien bei guten Therapeuten, und ob das jetzt eine gute Akupunktur ist, ob das eine gute Tuina-Massagetherapie ist, ob das Shiatsu ist, ob das eine gute Kinesiologie ist, sie müssen sich Therapeuten finden, mit denen sie gut können, die passen. Für mich passt es in diesem Netzwerk dann zu arbeiten und das zu unterstützen. Und da kann ich Ihnen sagen, in dieser wirklichen Ursachenforschung und therapeutischen Ansätze hat die Schulmedizin nichts entgegenzuhalten. Und ich bin die Letzte, die gegen Hormone ist, wenn wir das gut abgeklärt haben. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt Frauen, die brauchen sicherlich eine hormonelle Therapie, eine Zeit lang niedrig dosiert, um sich in diesem neuen Lebensabschnitt auch neu einrichten zu können. Das ist also, da wäre ich die Letzte, die da nicht dafür wäre. Nur zu glauben, mit einem Rezept und einem Präparat sind diese Dinge, die mich durch die hormonelle Umstellung treffen, weggewischt und es ist wieder alles so wie vorher. Es wird nie wieder so wie vorher. Das kann ich Ihnen sagen, es wird nie wieder so wie vorher. Aber es wird so, dass man Lust haben kann, dabei zu leben. Weil sich auch sehr viel klärt, weil sich auch sehr viel löst und weil man aber unwahrscheinlich viel Kraft braucht, und das ist also für viele Frauen so, viel Kraft brauchen, um diesen Weg dann gehen zu können. Und das ist ein Weg, der eigentlich
auch zunehmend, Gott sei Dank, auch wissenschaftlich untermauert werden kann. Und es gibt also, ich habe viele Frauen, die Hormontherapien bekommen, wo wir ja auch sagen müssen, dass sich da Gott sei Dank so viel getan hat. Ich meine, wenn wir die erste Hormonersatztherapie hat es gegeben 1942, das haben die Frauen vertragen oder nicht, dann war das nur eine einseitige Östrogentherapie. Viele Frauen haben dann Gebärmutterkörperkrebs bekommen, weil kein Gelbkörperhormon dazugegeben wurde. Das hat man damals noch nicht gewusst. Und wenn ich da zurückschaue, seit dem Jahr 1942 bis heute, was sich hier getan hat, ist unwahrscheinlich viel. Aber so wie Sie alle hier sitzen, obwohl wir alle den gleichen hormonellen Vorgang in unserem Körper als Frauen haben, es passiert bei jeder Frau ident der gleiche Vorgang, erleben Sie trotzdem jede anders Ihre Wechseljahressituation und die hormonelle Umstellung. Und das bedeutet daher, also im Umkehrschluss, dass ich natürlich fordern kann, dass Sie natürlich fordern können, dass da auch individuell auf Sie eingegangen wird. Das heißt, es gibt nicht eins für alle. Es gibt nicht ein Medikament für alle. Und es hängt unwahrscheinlich davon ab, welche Risikofaktoren haben Sie jetzt, wenn wir nur bei der Hormonersatztherapie bleiben. Welche Risikofaktoren haben, dass wir überhaupt darüber diskutieren können, ja oder nein. Und alleine nur von den Blutfettspiegeln her, ist es ein Unterschied, ob Sie nur, muss ich sagen, was fast alle Frauen ein bisschen erhöhtes Gesamtcholesterin haben, oder ob dieses schlechte Cholesterin des LDL-Cholesterins so hoch sind, dass wir sagen können, aufgrund der Höhe des LDL-Cholesterins ist einfach das Risiko für Schlaganfall und für Herzinfarkt gegeben und für Arteriosklerose. Und wenn Sie dann hohe Triglyceride haben, dann ist es absolut kontraindiziert, wenn Sie ein Hormonpräparat kriegen, was Sie schlucken. Weil dann sollen Sie nichts bekommen, was über die Leber abgebaut wird, sondern dann müssen Sie ein Spray nehmen oder Pflaster kleben oder was auch immer. Das heißt, es hält die Art der Hormonersatztherapie, was Sie kriegen, in welcher Dosis, wie lange, das ist individuell von Frau zu Frau verschieden. Und das gilt es einfach auch, dass Sie das also auch wissen. Weil ich denke, wenn es kommen immer wieder Frauen auch zu mir, die sagen, meine Freundin hat das oder das Präparat, und das werden Sie auch hören, wäre das nicht vielleicht was für mich auch passt? Dann kann ich nur sagen, wenn ich die Werte habe, ich nehme das sehr, sehr ernst, auch mit den Hormonersatztherapien. Wenn ich die ganze schulmedizinische Abklärung habe, dann werde ich ganz individuell mit der Frau besprechen, ist es besser, ein Gel zu schmieren, ist es, weil sie so schlecht schlaft, vielleicht sogar sinnvoll, sie schluckt das Gelbkörperhormon dafür am Abend und sie schmiert sonst ein Gel und schluckt das Gelbkörperhormon am Abend, weil Progesteron, Gelbkörperhormon, schlaffördernd ist für den Abend. Also das heißt, es ist so viele Möglichkeiten gibt es hier in der Art, in der Dosierung. Und dann habe ich die Möglichkeit, je nachdem, wo die Hauptsymptomatik der Beschwerde, des Beschwerdebildes liegt, an dieser Schraube kann ich alternativ zusätzlich drehen. Und das ist etwas, wo ich sage, da ist uns was in die Hand gegeben worden, wo wir damit deutlich Dosis sparen können von schulmedizinischen Präparaten, wo ich sagen kann, eine Frau hat das einige Zeit einmal mit ihrer Hormonersatztherapie, weil sie wirklich in jeder Hinsicht gut tut und weil sie damit auch kein erhöhtes Risiko eingeht, aber dann schleichen wir das langsam aus. Und nichts ist schlechter, als Sie machen einen Selbstversuch und hören von heute auf morgen mit Ihren Hormonen auf, als sagen, um Gottes Willen, und der hat gesagt, und die Freundin hat jetzt Brustkrebs gekriegt, um Gottes Willen, jetzt höre ich auf. Ich meine, das kann nur nach hinten losgehen bei den meisten Frauen, weil wenn Sie von 0 auf 100 mit Ihren Hormonen, wo Sie jetzt eingestellt waren, entsprechend ungefähr der ersten Hälfte im Zyklus, und Sie hören auf, dann zirkuliert es nur vielleicht 3 Wochen, 4 Wochen, manchmal 5 Wochen im Körper, dann ist es weg. Und Sie fallen so, wie wenn Sie plötzlich in den Wechsel gekommen wären, in ein Loch wieder. Das heißt, ausschleichen heißt bei mir, über ein halbes bis dreiviertel Jahr die Dosis so zu reduzieren und dem Körper alternativ dafür, entsprechend der Hauptsymptome der Frau, die sie hat, und das ist unterschiedlich, was einschleichen zu lassen, weil wir wissen, dass diese pflanzlichen Östrogene die gleichen Rezeptoren besetzen wie das Östrogen, das ich zuführe, oder wie früher ihre eigenen Östrogene. Und das gilt daher, dass wir so schön langsam einschleichen müssen, zu sehen, dass das Alternative diese Rezeptoren besetzen kann und dass sie dann eben nicht ins Loch fallen, sondern schön langsam, wunderbar mit ihrem schulmedizinischen Hormonergaben aufhören können. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, den man also eigentlich sehr gut gemeinsam therapeutisch machen kann. Es gibt viele, die schulmedizinisch und alternativ sehr gut beraten sind, etwas zu tun.
Ein Wort möchte ich jetzt noch sagen zu den, auch zu den Untersuchungen, wenn es also darum geht, zu sagen, was tut mir gut und welche Basis brauche ich hier. Dann sage ich eben, dass es einerseits wichtig ist, eine internistische Zusatzuntersuchung zu machen, eine Blutuntersuchung zu machen, wo eben alle Hormone, der Stoffwechsel eigentlich geklärt gehört. Dazu gehören die ganze Palette der Blutfettwerte, dazu gehört der Schilddrüsenwerte, dazu gehört natürlich die weibliche und männliche Hormonproduktion, die Steuerungshormone, die also von der Hirnanhangsdrüse kommen, die Stresshormonausschüttung und das Vitamin D. Ich werde sicher in kurzer Zeit irgendwann einmal ordentlich geschimpft werden von der Krankenkasse, weil ich bei jeder Frau das Vitamin D aufschreibe. Weil wir auch Schriebe kriegen von der Krankenkasse, das sage ich ganz deutlich, dass wir das nicht tun sollen, weil es keinen Sinn macht. Man weiß sowieso, dass also die Hälfte aller Frauen in den Wechseljahren massiven Vitamin D-Mangel hat. Was auch stimmt. Ich glaube, dass es mehr sind nach meinem Patientenkollektiv. Aber es ist trotzdem für mich nicht klar, ob ich jetzt einer Frau 3 Tropfen von dem gebe pro Tag, 5 Tropfen gebe von dem pro Tag oder ob ich ihr eine pflanzliche Kapsel mit dem Vitamin D gebe. Das heißt, ich muss ungefähr wissen, was bringt denn die Frau noch mit. Und das ist jetzt auch nicht nur bei den Frauen im Wechsel so, sondern leider haben wir ja große Untersuchungen und die sind wirklich an 10.000 Mädchen gemacht worden. Da gibt es eine große Bostoner Studie, dass also ein Großteil der Jungen, und ich sehe das auch bei den jungen Mädchen, die noch einen völlig normalen Hormonhaushalt haben, trotzdem schon ein Vitamin-D-Mangel besteht. Und wir haben früher nicht gewusst, was wir mit dem Vitamin D anfangen sollen. Und jetzt wissen wir auch als Gynäkologen, dass das unwahrscheinlich wichtig ist, auch im Zusammenhang mit dem ganzen Thema Osteoporose. Sie können sich noch so gut kalziumreich ernähren, Sie können noch so gut sich Kalzium zuführen. Wenn Ihr Vitamin-D-Spiegel nicht passt, wird nichts von dem Kalzium im Knochen eingebaut. Also das heißt, das Vitamin D ist ein ganz ein wesentlicher Faktor in Bezug auf die Osteoporose. Es ist ein ganz ein wesentlicher Faktor für unsere Haut, ja, weil das Vitamin D, wenn es nicht ausreichend vorhanden ist, nämlich auch in der Haut seine Spuren hinterlässt. Und es ist ein unwahrscheinlich wichtiges Vitamin, das im Zusammenhang steht, auch mit einer Krebsvorbeugung, gerade im Zusammenhang auch mit Brustkrebs. Das heißt also nur so sagen, nur habe ich halt wenig Vitamin D. Also das ist auch ein wesentlicher Parameter, den man immer mitprüfen muss. Ein allerletztes, bevor wir in die Diskussion gehen, dann Sie hoffentlich viele Fragen haben zu den diversen Themen, die wir auch noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich das, dass ja nicht zuletzt sehr viel dazu gemacht wird, zu sagen, wie können wir das Alter verlängern, wie können wir schauen, länger jung zu bleiben und so weiter. Da gibt es natürlich sehr seriöse und auch völlig unseriöse Berichte und Tatsachen und Forschungsergebnisse. Wir wissen eines von den vielen, auf das ich noch kommen möchte, das ist also das sogenannte ganz wichtige Jungbrunnenhormon, ja, was in Amerika so gang und gäbe ist, ist neben dem Melatonin, das ich für sehr wichtig halte, auch das Somatotropin. Das Somatotropin ist unser Wachstumshormon, das wir, solange wir Kinder sind und jugendlich sind, sehr hoch haben, weil ja wachsen müssen und der Knochen mitgebildet wird. Und dieses Wachstumshormon fällt also dann in der Lebensmitte ganz drastisch ab. Und jetzt hat man natürlich versucht, dieses Wachstumshormon, was absolut zellregenerierend wirkt, ja, und wirklich sehr wichtig ist für unsere Zellregeneration, hat man versucht, den Frauen zuzuführen. Das Problem ist nur, das Wachstumshormon wird in unserem Körper nur zwischen 12 Uhr Mitternacht und 2 Uhr in der Früh ausgeschüttet und da wellenförmig. Das heißt, man hat Generationen von Amerikanerinnen mit diesem Jungbrunnenhormon gespritzt, um dieses Jungbrunnenhormon, dieses Somatotropin, dem Körper zuzuführen. Und hat gesehen, dass es null bringt, weil man diese Schwankungen, die eben die Wirkung ausmachen werden zwischen 12 und 2 in der Nacht, nicht nachahmen kann. Das heißt, das hat also dann gar nichts genützt. Jetzt ist natürlich in dem Bereich sehr viel sinnvolle Forschung passiert. Man weiß, dass Aminosäuren, die jetzt ja auch in aller Munde sind und ganz wichtige Stellenwerte haben, wenn sie seriös eingesetzt werden, dass eine dieser Aminosäuren, das Arginin, das in sehr vielen Fischarten vorkommt, also auch etwas ist, was dieses Somatotropin anheizt. Aber etwas, was also noch viel wichtiger ist, das, man hat gesehen, dass man die Regeneration der Zellen wieder anregen kann, wenn der Glukosespiegel ganz niedrig ist. Und darauf fußt das, was der Professor Huber und viele andere Endokrinologen sagen, dieses Dinner-Canceling, am Abend nichts zu essen.
Sie erreichen damit eines, wenn Sie das hier und da machen, dass 8 Stunden nach Ihrer Nahrungsaufnahme ist der Glukosespiegel, der Zuckerspiegel ganz niedrig und abgebaut. Und wenn Sie jetzt Hausnummer ab 4 am Nachmittag, was er so propagiert und viele andere auch, immer wieder Tage einschalten, wo Sie nichts essen, dann haben Sie nach diesen 8 Stunden, wo der Blutzuckerspiegel so niedrig ist, eine automatisch höhere Ausschüttung von diesem Somatotropin. Und das ist also etwas, was jetzt nur als ein Beispiel von Hunderten, die man nehmen könnten, was natürlich schon einen Sinn macht, in jeder Hinsicht hier und da so etwas einzustreuen. Und das ist also so im Sinne der Zellregeneration und auch der Vorbeugung und des Alterungsprozesses sicher eine von vielen Dingen, über die wir jetzt ein Seminar halten könnten, wenn Sie so wollen. Ja, Josef, dann werden wir das einmal vielleicht so stehen lassen und Sie können... Ja, wir haben 2 Mikrofone, vielleicht eine Spur mehr Licht im Saal, wenn ich bitten darf. Und Sie sind am Wort. Wir gehen gleich direkt hinein, weil es wird. Wir haben jetzt nichts über Brustkrebsvorsorge gesagt, nichts über die Osteoporose, also über viele dieser Dinge nicht, aber weil es einfach nicht ausgeht in der Zeit. Bitte. Ich habe jetzt eine Frage bezüglich des Essens um ab 4 Uhr nicht mehr. Betrifft es jetzt nur die Kohlenhydrate bezüglich Glukose oder ist es wirklich sagen wir, Salat oder Eiweiß oder solche Sachen? Das würde bedeuten nichts. Das würde bedeuten gar nichts, weil sie in ihrem Darmschleim häuten, alles wird in Zuckermoleküle umgewandelt. Ja? Das hat ja auch, das ist ja das fast einzig ganz Positive bei dieser Metabolik-Geschichte, dass Sie die 5-Stunden-Intervall einhalten sollen. Wenn Sie nämlich, egal was Sie essen, auch wenn Sie was Gesundes essen, ja, einen Apfel essen, nach 2 Stunden, nachdem Sie gefrühstückt haben, weil das Ihre Vormittagsjause ist, die gesund ist, wird das trotzdem in Zuckermoleküle aufgespaltet. Und solange immer was zirkuliert, werden nie Ihre Fettstoffwechseldepots angegangen, sondern es ist eh immer im zirkulierenden Blut. Und das heißt also jetzt auf Ihre Frage, das heißt nichts. Das heißt Tee und das heißt Wasser ohne Kohlensäure und Sie können eine große Kanne Tee trinken, aber nichts essen. Danke, die nächste Frage bitte. Ja, die Dame da in der 2. Reihe und dann da drüben, ja. Darf ich Sie fragen, was Sie von dem Jamswurzelextrakt halten? Das ist ja ein alternativmedizinisches Präparat, das ja auch Wechselbeschwerden. Natürlich. Also die Jamswurzel ist eine der Bestandteile, die in sehr vielen pflanzlichen Östrogenpräparaten drinnen ist, die absolut gesundheitsfördernd ist, weil es entzündungshemmend ist und weil sie auch gegen die freien Radikale auftritt. Das heißt, die freien Radikale sind aggressive Sauerstoffmoleküle in unserem Körper, die massiv zerstörend wirken, die unser Hautbild eben zerstören, die ganzen Sonnenschäden der Haut machen, die aber ein ganz wesentlicher Parameter sind, dass auch die Krebszellen sich verändern können, also Zellen zu Krebszellen entarten können. Es gibt bei den pflanzlichen Östrogenen, wenn Sie jetzt Isoflavone als Überbegriff nehmen, dann gibt es in der Zwischenzeit eine ausgezeichnete wissenschaftliche Datenlage dafür. Ja? Und da ist also in vielen dieser Präparaten die Jamswurzel als eine der Hauptbestandteile mit drinnen zu Isoflavonen, die also aus Soja oder Rotkehl kommen. Das ist absolut gut. Da drüben, ja. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie im Prinzip jeder Frau raten, Hormone zu nehmen in den Wechseljahren? Nein, das haben Sie. Oder beziehungsweise einen Ersatz mit pflanzlichen Mitteln, zum Beispiel Remifemin Plus? Oder wann sind jetzt Hormone empfohlen und wann nicht? Also ich bin im Prinzip, komme aus der reinen Schulmedizin, bin unwahrscheinlich zurückhaltend mit Hormonersatztherapien. Also das ist nicht so. Bei mir ist auch in meinem Patientenklientel ist sicher im Vergleich vielleicht zu anderen Praxen, kriegen nur relativ wenig Frauen schulmedizinische Hormone, weil ich glaube, mit einer guten Beratung und man kann mal was anderes probieren. Sollten die alternativen Dinge alleine nicht gehen, sind sicher schulmedizinische Hormonersatztherapien sinnvoll. Und die können sagen, wie ich die Wechseljahre gekommen bin, habe auch Hormone genommen. Und ich jede Frau, die das also in ihrer Situation wirklich nehmen darf, nehmen soll, weil sie es auch wirklich braucht. Wissen Sie, es ist ein großer Unterschied. Wenn jetzt eine Frau da ist, die eigentlich schon sehr hektisch da sitzt und sagt, es muss schnell so wieder sein, wie es ist, dann ist es
nicht der richtige Weg, der ein Rezept zu geben, die Hormone zu geben, weil das Hormone nicht leisten können, in welcher defizitären Situation sie ist. Aber wenn mir jetzt eine Frau erzählt, ich kann eigentlich die Freude, die ich gehabt habe am Leben, weil ich gehe jedes Wochenende gern mit meinem Mann bergsteigen, ich hapstel hinten nach, kriege keine Luft mehr, schwitze ganz total und meine Lebensqualität ist dadurch ganz massiv eingeschränkt, dann wäre es, also das ist jetzt nur ein Satz, aber das, wenn man das umfassend betrachtet und noch andere Parameter heranzieht, dann wäre das vollkommen klar, dass diese Frau sicherlich gut beraten ist, sie nimmt einmal Hormone. Aber es geht immer nach dem Grundsatz und wir haben ja da auch Konsensuspapiere der ganz medizinischen Gesellschaften, immer nach dem Grundsatz, so kurz wie möglich und so niedrig dosiert wie möglich und richtig appliziert. Ja. Aber weil Sie die Remifemin Plus angesprochen haben, ich meine, es gibt natürlich in der Zwischenzeit eine Vielzahl von Präparaten, die ganz gezielt eingesetzt werden können und nicht nur Remifemin Plus oder Traubensilberkerze und Johanniskraut-Extrakt sind, sondern wo man je nach Beschwerdesymptomatik der Frau auch diese Zusatztherapien aus Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen und pflanzlichen Östrogenen dazugeben kann. Gut, die nächste Frage bitte. Ja. Ja, die Dame vorne. Mitte, ja. Ja. Danke. Was kann ich gegen den starken Muskelabbau machen, trotz Sport, weil ich betreibe immer Sport. Mhm. Trotzdem, vor allem am Oberkörper. Ja, da muss ich Sie nur fragen, sind das auch Muskelschmerzen, die Sie haben? Nein. Also es ist nur so, dass Sie, also es wird sich natürlich in der Muskulatur, da müsste man auch Ihre gesamte weiblich-männliche Hormonsituation kennen, wird sich natürlich auch einiges generell verändern vom Muskelaufbau. Aber gerade in der Situation wäre es gut zu wissen, wie Ihre Hormonvorstufe aus der Nebennierenrinde ist. Ja? Wir produzieren dann dort, wo auch das Stresshormon produziert wird, wird eine Hormonvorstufe im Körper produziert, aus der sich 18 Hormone in unserem Körper dann entwickeln. Also das ist eine effektive Hormonvorstufe. Und solange wir jung sind und hormonell aktiv sind, ist eigentlich diese Hormonvorstufe normalerweise in einem Normbereich. Bei jungen Mädchen, die massive Akne haben, ist auch sehr oft diese Hormonvorstufe und das männliche Hormon erhöht. Also das gehört zu einem normalen Hormonstatus mit dazu. Und wenn man jetzt sehen würde, dass diese Hormonvorstufe sehr, sehr niedrig ist, dann werden sie auch relativ wenig männliches Hormon produzieren und das hat etwas mit dem Muskelaufbau mit zu tun. Dann kann man hergehen, ihnen kein männliches Hormon natürlich geben, aber an der Schraube dieser Hormonvorstufe drehen. Da gibt es Präparate, die genau in diese Richtung gehen. Das muss man dann noch, da gibt es 5 verschiedene Dosismöglichkeiten in der seriösen Medizin und da gibt man dann entsprechend des Grundwertes, den man geprüft hat, eine Therapie. Nach 3 Monaten kontrolliert man das, ob das auch dort im Blut angekommen ist. Und damit also würden die Frauen schon merken, dass sie also eine deutliche Verbesserung unter Umständen haben. Ja. Zuerst brauchen Sie einmal eine Laborabnahme, die tut bei uns jedes Labor abnehmen, wir haben nur ein öffentliches, das zusammengegangen ist. Ja? Und dann, je nachdem wie dieser Wert ist, kann man das dann einsetzen. Also das ist natürlich etwas, das muss ich in dem Zusammenhang sagen. Gerade bei diesen alternativen Therapien ist es unwahrscheinlich wichtig, woher nehmen Sie diese alternativen Therapien. Sind das rein Substanzen oder bestellen Sie sich auf dem Internet, wo Sie keine Ahnung haben, wie das zusammengesetzt wird, effektiv? Bekommen Sie das von seriös arbeitenden Ärzten, die sich damit auseinandergesetzt haben? Wir haben eh nicht das Präparat, aber nur die Verschreibung dafür. Oder holen Sie sich das aus dem Fitnessstudio? Und ich habe gerade bei einer Patientin ein erschreckendes Erlebnis. Wir haben als Ärzte Zugang zu 5 verschiedenen Dosierungen dieser Hormonvorstoffe. Und es kommt eine Frau zu mir, die ich schon sehr lange kenne, die also irrsinnig dick geworden ist und wahnsinnig ins Fitnessstudio rennt und einfach sagt, also es ist unwahrscheinlich, sie nimmt immer zu und sie ist komplett fertig mit dieser Welt. Und dann mache ich diese ganzen Laborabnahmen und sehe, dass bei dieser Hormonvorstufe einfach ein Wert da ist, der eigentlich kaum mit dem Leben mehr vereinbar ist. So hoch war der. Und dann sage ich ihr, bitte, das ist ja unmöglich. Daraufhin sagt sie mir, dass sie in einem Fitnessstudio von einem Trainer, der ihr gesagt hat,
da weiß ich eh, alle Frauen haben in den Wechseljahren zu wenig, nehmen Sie das, ein Präparat bekommen hat, das die ungefähr die 10-fache Dosierung hatte, als das, was für uns als Ärzte seriös zugänglich ist, der das besorgt hat, dass diese Frau dort unter Umständen einen Herzstillstand erleiden kann, wenn sie dort trainiert, mit diesen hormonellen Werten, ist unwahrscheinlich. Ja? Also das sind Auswüchse, die passieren, und ich würde sagen, Hände weg von diesen Selbstmedikationen oder dass irgendjemand sagt, das oder das wäre gut. Ich prüfe alles schulmedizinisch zuerst ab, wie sind die Werte, und danach richtet sich die Therapie. Ob schulmedizinische Therapie oder Alternative. Okay. Da oben bitte, und darf ich gleich fragen, gibt es oben noch eine Frage? Dann, nein, sehe ich nicht. Gut, bitte. Also ich habe auch eine Frage. Bei mir ist vor kurzem gerade eine chronische Polymyalgie diagnostiziert worden. Also so ein Weichteilrheumatismus mit ganz starken Gelenks- und Muskelschmerzen. Und weil Sie zuerst angesprochen haben, also ich habe jetzt kurzfristig Cortison nehmen müssen, bin jetzt gerade in der Situation, das auszuschleichen. Mhm. Was würden Sie als Alternative oder als gute Alternative zu dem Cortison sehen? Haben Sie hohe Rheumafaktoren auch mitgehabt? Nein, nur hohe Entzündungsmarker. Nur Entzündungsmarker. Dann tut man sich schon leichter mit den Zusatztherapien, als wenn der Rheumafaktor sehr hoch ist. Also wir wissen ganz genau, dass also Selen, also das muss aber auch geprüft werden, wie ein Selenspiegel ist. Also ich möchte es bitte dass jetzt irgendjemand glaubt, ohne das geprüft zu haben. Aber es ist das Coenzym Q10, die Omega-3-Fettsäuren, die wir in unserem Körper nicht produzieren, ja, die wir nur in einem geringen Maße von Fischen holen können, auch von Fischen, die uns zugänglich sind, nicht in dem Ausmaß, die sie mit Leinölen und so weiter natürlich aufsättigen können. Aber wir wissen, Selen, Omega-3-Fettsäuren, Coenzym Q10, das Vitamin C und das Vitamin E. Das sind also absolut in dieser Situation entzündungshemmende Substanzen, die dann auch bei Cortison einschleichend gegeben werden können, die auch, solange die Frau Cortison hat, die Wirkung vom Cortison nicht herabsetzt, was immer sehr wichtig ist bei diesen alternativen Therapien, nicht nur in der Krebsbehandlung, sondern da auch. Und dann kann man natürlich sehen, und das gibt es natürlich dann, das klingt jetzt so viel, aber das gibt es in einer vorgefertigten Kapsel, wobei also alle diese Präparate eigentlich sinnvollerweise sogenannt chronobiologisch zu geben sind. Das heißt, ihr Stoffwechsel ist in der Früh ein ganz anderer als am Abend, weil wir laufen nach einer 24-Stunden-Uhr mit unserem gesamten Stoffwechsel. Und Sie haben jetzt seriöserweise in der sogenannten Morgenkapsel eine andere Zusammensetzung von Substanzen mit anderen Hilfsmitteln drinnen als in einer Abendkapsel, wo wir wollen, dass über Nacht beruhigende Dinge eintreten, regenerierende, zellregenerierende Dinge eintreten, auch der Muskelzellen und gerade in den Gelenken. Und so gibt es also da sehr gute chronobiologische Präparate, die man da geben kann. Darf ich noch kurz was fragen? Kann es sein, diese Aussage habe ich auch schon gehört, habe jetzt jahrelang dieses Estrogel genommen, eben aus verschiedenen Gründen, und bin auch dabei, das eben auszuschleichen und zu ersetzen, dass das zum Beispiel diese chronische Erkrankung fördert oder hervorgerufen hat. Natürlich, solange Sie Ihr Östrogen genommen haben mit dem Estrogel, haben Sie natürlich in jeder Hinsicht einen Entzündungsschutz. Das ist gar keine Frage. Sowohl für das Gelenk wie auch generell für die Zellen in unserem Körper. Und mit dem Wegfall des Östrogens oder ganz niedrige Werte des Östrogens kann das natürlich schon zum Ausbruch kommen, was Sie einfach jetzt überdeckt hatten durch die Östrogengabe. Herzlichen Dank. Bitte. Danke. Nächste Frage bitte. Da herüben werden zwei, ja, in der ersten Reihe und dann in der Mitte, ja, und dann ganz hinten, okay. Ich hätte eine Frage zum Vitamin D. Ja. Und zwar nehme ich die Calcium mit Vitamin D. Aber es ist nie kontrolliert worden, wie der Vitamin-D-Spiegel ist. Auch die ganzen hormonellen Sachen, was Sie da aufgezählt haben, ist nie von irgendeinem Frauenarzt kontrolliert worden. Darf ich Sie fragen, wann Sie das einnehmen, das Kalzium mit dem Vitamin C? In der Früh oder am Abend? Vitamin D wird im Körper nur am Vormittag und in der Früh aufgenommen. So ist das vom Stoffwechsel. Das heißt, auf nach dem Essen nehmen Sie, weil es da der Morgen am besten. Dann müssen Sie es in der Früh noch am Frühstück nehmen. Aha. Wissen Sie, weil Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin.
das nur in der Früh in unseren Stoffwechsel zum Tragen kommt. Wenn Sie das am Nachmittag oder am Abend nehmen, wird das Vitamin D im Körper nicht aufgenommen. Wenn Sie Vitamin D alleine aufnehmen würden, es ist ein fettlösliches Vitamin. Ich therapiere die Frauen bei Vitamin D-Mangel sehr oft mit den ganz bekannten Oleovit-Tropfen, die man auch Babys gibt. Also je nach Höhe des Vitamin D-Spiegels kriegen die Frauen unterschiedlich diese Oleovit-Tropfen. Und die müssen Sie in der Früh einnehmen und damit es im Körper aufgenommen wird, immer nur mit Fett. Das heißt, wenn die Frauen ein Magermüsli essen und kein Fett in der Früh, dann nützen ihnen auch die 3 oder 5 Tropfen Oleovit nichts. Das heißt, es müssen sie auf ein Butterbrot tropfeln, ein bisschen diese 5 Tropfen, dann kommt es im Körper in der an. Tablette genau, aber dann ist trotzdem die Morgengabe sinnvoller. Das sagt einem kein Mensch. Weil Vitamin D ist ein wichtiger Faktor für in der Früh. Darum sind wir heute beieinander. Ist okay? Die nächste Frage bitte, war das gleich daneben oder? Nein? In der Mitte dann bitte die Dame, ja, und dann hinten. Ich habe keine medizinische Frage, aber mich würde interessieren, Es können ja nicht alle Damen, die hier sitzen, jetzt in nächster Zeit zu Ihnen kommen. Nein. Eben. Ich bin noch nie so gut beraten worden bei irgendeinem Frauenarzt oder einer Frauenärztin. Was würden Sie uns Damen raten, wo sollen wir hingehen, dass wir wirklich gut beraten werden? Also jetzt sage ich Ihnen, das große Problem liegt sicher in der Tatsache, dass es zu wenig, ich sage nicht, dass es keine Kollegen und Kolleginnen gibt, jetzt in meiner Fachdisziplin, die sich dafür generell interessieren. Nur es ist eine harte Zeit der Ausbildung. Ich habe jahrelange Ausbildungen gemacht, dass ich auch die Zusammenhänge so verstanden habe, wie es jetzt ist. Ja? Das ist einmal der Punkt, das ist natürlich ein bisschen sehr schwierig. Dann ist also auch nur vielleicht auch ein bisschen zur Entschuldigung, die ganz jungen Kolleginnen und Kollegen, die aus den Krankenhäusern kommen, haben diese Art der Ausbildung überhaupt nicht, weil die sind lauter in Sonderambulanzen. Also ich meine, unser Medizinsystem hat sich in den Krankenhäusern leider so entwickelt, weg von einer komplett ganzheitlichen Sicht. Weil wenn ich denke an die alten Herren, die älteren von Ihnen noch ein Begriff waren, wie ein Primar Gröger, wie ein Dr. Brunner, die waren zu dritt, wo wir dann auf der Abteilung, wie ich dort Oberärztin war, schon zu 10 waren und jetzt sind es, glaube ich, 40. Und das heißt, und die Betten sind die Hälfte von der Zeit, wie wir sie gehabt haben. Das heißt, es gibt lauter Sonderambulanzen und jeder dieser Kollegen, ja, das ist jetzt nicht ein Vorwurf, geht hinaus mit einem Spezialwissen eines kleinen Spektrums. Und das, was sich aber in der Praxis abspielt, ist so 100%ig was anderes und hat mit dem, was du gelernt hast, im Krankenhaus überhaupt nichts zu tun. Ja? Weil das Leben spielt sich genau dort ab, wo Frauen sind und die in ihrer wahrgenommen werden müssen in ihrer ganzen Situation. Das heißt, da sage ich Ihnen ehrlich, und ich weiß nicht, ob Kolleginnen und Kollegen da sind, aber wenn ich bei diesen einschlägigeren Fortbildungen bin, ist von Salzburg so viel wie niemand da. Und ich gehe schon lange nicht mehr zu einem großen Kongress, ja, weil es keinen Sinn macht. Ja. Aber ich gehe zu vielen dieser kleinen Dinge, wo ich sage, da warte mir jetzt, da kriege ich noch mal ein bisschen eine bessere Zusammenschau. Jetzt zu Ihrer Frage. Ich meine, ich arbeite auch mit vielen Hausärzten zusammen und lasse ja sehr viel von diesen Blutabnahmen dann, wenn Frauen vom Land sind, gar nicht bei uns ins Labor Richtermuster vergehen, über die Hausärzte das Blut abnehmen und sie faxen mir den Befund dazu und wir sprechen und so weiter. Also ich bin, nicht für alle, aber ich bin für viele Frauen wahnsinnig gern bereit, wissen Sie, nur Auskunft zu geben, wenn Sie mit Befunden kommen, wenn Sie eine Frage haben, ja, und dass Sie Ihren Gynäkologen, mit denen Sie zufrieden sind, um Gottes Willen die Treue halten, das braucht überhaupt nichts, hat nichts mit einer Untersuchung zu tun, ein Beratungsgespräch, was man Sie machen kann, ja, aber das kann ich Ihnen natürlich anbieten, ja, aber sonst sind ja sehr viele wirklich, es gibt so viele Kolleginnen und Kollegen, die Sie wirklich einfühlsam in der Zwischenzeit, im Gegensatz zu früher mit ja, dem Frauen. Gut, aber man müsste dann, ich weiß nicht, man kann ja gar nicht so oft zum Frauenarzt gehen, dass man das wirklich herausfindet, wer ist wirklich. Ich habe schon einige kennengelernt, aber so wie Sie war noch keiner. Also wir werden es leider von der Frau Dr. Heidinger nicht verlangen können, dass sie die 3 Besten nennt, weil dann hat es morgen die Hölle. Diese Art, also geschweige denn von den 3 Schlechtesten, die schon gar nicht. Aber ja. Ja, also glaube ich, also das Wichtige, es ist ja nicht so viel dabei, ja, es ist ja der Aufwand nicht einmal so groß, es ist ja so, dass man nur sagen muss, es gehört die wirklich fundierte Laborabnahme gemacht und dann gehört ein Gespräch mit der Frau gemacht, wo ich ihre Beschwerden, ihre Situation zuordnen kann zu ihren Laborwerten.
Und dann ist das eigentlich ganz einfach. Weil dann kann ich Ihnen sagen, brauchen Sie eine schulmedizinische Therapie, brauchen Sie eine kombinierte, brauchen Sie eine Alternative oder müssen wir zuerst überhaupt einmal, damit Sie Ihre Gedanken ordnen können, einen Weg finden, eine kombinierte Psychotherapie und Energietherapie machen und ich kann nur was anderes unterstützen. Weil dann würde, wissen Sie, ich war nach dem Wegfall aus meiner politischen Zeit monatelang in China. Und ich habe dort in traditionell chinesisch Medizin, ich mache keine ursprünglich jetzt TCM, aber was ich mir dort angeschaut habe in diesen Monaten, war das, wie geht so eine Kultur, ja, die haben mich da sehr vorbereitet darauf, kulturell, ja, auf diese Art der Medizin, was ist dort so anders und was hat dann Sinn, zu uns mit herüberzunehmen? Und das, was wirklich zu 100%, und das gehört jedem Arzt hineingeschrieben, was zu 100% zu übernehmen sein muss, ist das, auf die Ursache zu gehen und nicht in die Symptombekämpfung zu gehen. Und das ist der Punkt. Und dann ist es aber überhaupt keine Hexerei. Okay, danke schön. Ganz hinten bitte, ja. Eine Frage, ich nehme jetzt schon die dritte Hormonspirale, also ja. Seit 14 Jahren keine Regel mehr. Jetzt bezüglich Wechsel, gibt es da irgendwas zu beachten oder was ist Ihre Erfahrung mit Hormonspiralen, die Frauen, die was das schon... Ich habe mit Hormonspiralen sehr viel Erfahrung, weil ich auch sehr viele Frauen mit Hormonspiralen habe. Ich sehe, je älter die Frauen werden, das heißt, je mehr sie in Richtung Wechseljahre gehen, umso mehr profitieren sie von der Hormonspirale. Weil genau in dieser Gelbkörperhormonspirale jenes Gelbkörperhormon im Depot drinnen ist für 5 Jahre, das eben in mikroskopisch kleinen Dosen über 5 Jahre an die Schleimhaut der Gebärmutter abgegeben wird. Das heißt, sie haben beinahe null systemische Wirkung, also im gesamten Körper. Deswegen vertragen die Frauen das auch unwahrscheinlich gut. Nachdem das Gelbkörperhormon eben eine so niedrige Schleimhaut hält, dass die eben nicht so hoch aufgebaut wird, dass eben nichts da ist, was bluten kann, haben eine Großteil der Frauen eben keine Regelblutungen mehr. Trotzdem läuft aber an ihrem Eierstock alles genauso ab. Sie kommen deswegen nicht früher in die Wechseljahre und gar nichts, sondern ihr Erfolgsorgan, Gebärmutter, Schleimhaut, wird in einer Höhe gehalten und die Verhütungssituation geht nicht über den Eisprung wie bei einer Pille, ja, über den Eisprung, sondern die geht primär über die Situation der Schleimhaut, über den vermehrten Schleim im Gebärmutter-Halskanal, dass eben die Samenzellen nicht aufsteigen können. Das ist eine total sichere Verhütung. Und zweitens ist es so, dass eben die Frauen ein bisschen profitieren davon, wenn ein bisschen was vom Gelbkörperhormon geht in die Blutbahn über die Schleimhaut der Gebärmutter. Und nachdem ja die Hormonschwankungen des Gelbkörperhormons vor den Wechseljahren am meisten sind, merken die Frauen das eigentlich als subjektives Wohlgefühl. Es ist die Frage immer bei Frauen, wenn sie dann in diese Altersgruppe kommen, wo ich mir denke, naja, gut, schauen wir mal, gerade wenn es dann beim Wechsel ist, ja, wenn man sagt, man hat die 5 Jahre vorbei oder 5,5 Jahre vorbei, und dann geht es um die Frage, wenn das eine 48-jährige Frau ist, geht es um die Frage, hat es einen Sinn, oder 49 Jahre, hat es einen Sinn, dass wir jetzt weitere 5 Jahre noch einmal die Hormonspirale einlegen? Da mache ich immer eine Hormonstatusbestimmung aus dem Blut, weil ja über diese Hormonstatusbestimmung eben ihr Östrogen und ihr Hirnanhangsdrüsenhormon nicht beeinträchtigt ist. Und ich der Frau sagen kann, wir sind ja schon ein bisschen in Richtung Wechsel unterwegs, das hat keinen Sinn mehr, noch einmal vom Geld her noch einmal zu investieren, 5 Jahre eine neue Spirale. Ja. Also das heißt, da gibt es dann die Form, dass man zum Beispiel dann das mit der 3-Monats-Spritze macht, dass man sagt, das ist ja dasselbe, was Sie in der Hormonspirale haben, in dieser niedrig dosierten 3-Monats-Spritze, wo man dann sagt, man spritzt 4-mal im Jahr in die Bauchhaut dieses kleine Gelbkörperhormon-Depot ein und man ist dann jederzeit bereit, dass man sagt, es ist jederzeit änderbar. Ne? Da sagt man, da spritzt man 2-mal, macht man einen Hormonstatus in dieser Übergangszeit des beginnenden Wechsels, weil das ja für die Frauen ein wesentlicher Punkt ist, zu dem ich stehe. Und das ist die Frage der Verhütung rund um diese Wechseljahre. Ja, das ist ein heißes Thema und das gehört angeredet. Ja, weil nichts ist schlechter, als dass man sagt, dann in dieser Zeit noch einen Stress zu haben mit dem Leben der Sexualität, also das muss dann wirklich nicht mehr sein. Ja. Das heißt also, da nicht zu lange Hormone zu geben, auch nicht zu lange das Gelbkörperhormon zu geben, wenn es nicht sein muss, aber trotzdem die Frau sicher zu führen, dass sie stressfrei ihre Sexualität leben kann. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade vor den Wechseljahren und beginnend dorthin. Okay, danke schön. Gleich
da hinten daneben, glaube ich, oder? Und dann bei Ihnen da. Guten Abend, Frau Dr. Heidinger. Ich habe eine Frage, bitte. Welches Labor kann mir jetzt diese fundierte Untersuchung bieten? Weil das, wenn ich zum Arzt gehe, der fragt ja gar nicht, der tut noch gut dünken. Und ich habe jetzt schon verglichen die vielen, weil ich lasse mir die immer geben. Andere tun das nicht, die sagen nur, naja, das ist in Ordnung. Und ich möchte jetzt wirklich herausfinden, wo muss ich mich da hinwenden, weil ich möchte mir das selbst zusammenstellen, was alles überprüft werden soll. Haben Sie einen Hausarzt? Haben Sie einen Hausarzt, mit dem Sie das so besprechen können? Nein, auf das gehe ich gar nicht. Ich sage Ihnen das auch. Nein, also, nein, ich sage Ihnen, es gibt in Salzburg, ich meine, das kann man ja nennen, ein öffentliches Labor, das heißt, das Labor Richter und das Labor Mustafa sind zusammengegangen und dort können Sie alle Blutabnahmen, die jetzt nur irgendwie denkbar sind, machen lassen, weil das, was die selber dort im Labor nicht auswerten, schicken die weg. Aber Sie kriegen dort jedes Ergebnis aller Blutabnahmen, ob also, das jetzt... Brauche ich eine Überweisung? Sie brauchen eine Überweisung und das ist das Thema. An dieses Labor. Sie brauchen eine Überweisung, wo genau angekreuzt ist, was Sie abgenommen haben. Ja, aber da fängt es ja an. Das meine ich, deswegen frage ich, ob Sie einen Hausarzt haben. Weil wenn ich heute, ich war jetzt zum Beispiel bei einem Facharzt, der sagt mir, nein, ich nehme nur Blut ab, fragt wirklich nicht, tut nur nach Gutdünken und dann stelle ich fest, weil ich ja alle anderen Befunde habe, ja, einmal ist das ausgehört, einmal das nicht, das auch, dann wieder gar nicht. Also wir also, haben eine riesig hohe Ärztedichte. Sie werden sich so einen Arzt aussuchen, nein, mit dem Sie das so besprechen können. Den muss man eben finden und darum ja, dann auf der Suche A und B ist mir gesagt worden, das wird nach Deutschland geschickt, das heißt, dass bei uns das nicht gar nicht. Also bei uns wird, also von den Dingen, von denen ich, von denen ich gesprochen habe jetzt, von den Laborabnahmen, die werden alle, da schickt nicht einmal der Mustafa oder der Richter was weg, werden alle in dem Labor Richter gemacht, wird alles dort gemacht. Also ich habe mal in einem Krankenhauslabor gefragt und da hat der Herr gesagt, kommst du mir, es gibt 400 bis 500 Möglichkeiten und das zahlt natürlich niemals die Krankenkasse. Und da habe ich gesagt, na danke schön, habe ich gesagt, wenn ich mir vorstelle, die paar Möglichkeiten, die da geboten werden, da kann ich den, jetzt, den Herrn habe ich noch nicht aufgesucht. Jetzt haben wir doch gehabt, ich versuche jetzt heraus, ich schreibe mir das jetzt einmal von den vorhandenen Befunden ab, was alles überhaupt schon mal getestet worden ist, aber das genügt mir nicht. Darum bitte ich jetzt, außer diesem Labor, Dr. Mustafa, Dr. Richter, gibt es noch irgendwo in Österreich ein größeres Labor? Weil ja, Labors gibt es viele. Sie müssen nur eine Zuweisung haben, weil das Labor kann sich nicht aus den Fingern saugen, was es abnehmen soll. Und das ist das Problem. Sie brauchen eine normale ärztliche Zuweisung mit den Parametern, die man bei Ihnen hat. Der liebe Herr Hausarzt wird dann sagen, ja, wozu wollen Sie denn das? Ne? Dann werden Sie es immer klären müssen. Ja. Nicht 0815. Gnädige Frau, ich glaube, da gehen wir jetzt ein bisschen im Kreis, das werden wir heute nicht mehr lösen. Wir machen dann einmal eine geheime Stadtführung mit der Frau Dr. Heidinger und schauen uns Ärzteadressen an, aber sagen Sie das nicht weiter. Es war da auf der ganz hinten, glaube ich, noch, oder? Ja. Nicht? Schon, ja bitte. Warum darf man ab 16 Uhr kein kohlensäurehaltiges Wasser mehr trinken? Nein, also wenn Sie in der Situation jetzt vom kohlenhydrathaltige Wasser ist, gerade weil es verschiedene Kalziumbestandteile hat, sogar sehr gut, nur die Frage war ja die, ob wir was machen können, dass dann in der Mitte, mitten in der Nacht, dass das Wachstumshormon mehr ausgeschüttet wird. Und das bedeutet, dass wir möglichst alle Funktionen im Körper ruhig stellen wollen. Und dieses kohlenhydratreiche Wasser, also kohlensäurehaltige Wasser, macht natürlich Reizzustände im Darm auf jeden Fall aus. Es gibt ja Frauen, die das kaum vertragen, weil sie so mit Blähungen reagieren und andere, die halt die verschiedenen schon vertragen und da manche nicht. Nur bei dieser Situation, dass man wirklich sagt, was also da Ihre Frage war, da sollte man außer Tees, auch grünen Tee und so weiter, nichts anderes trinken in diesen Stunden. Okay, danke schön. Da drüben bitte. Wasser nichts einzureden. Ja, grüß Gott, ich komme aus Wels, von Oberösterreich. Ich kann euch nur sagen, es ist nicht nur ein Salzburger Problem, das mit den Ärzten. Ich habe jetzt nächste Woche wieder meinen Frauenarztservice und ich möchte ihn jetzt wirklich beeindrucken. Und Sie sagen mir jetzt da ein paar so Schlagwörter, die ich mir merke.
was ich alles von ihm bei meinem, ich sag's wirklich ganz salopp, bei meinem Service, was er zum Durchführen hat. Ja. Also ich möchte diesmal nicht dort sitzen und so sagen, ja, wie geht's Ihnen? Und ich sage, ja, es geht mir eh gut, na, dann gehen wir uns ausziehen und bla 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 und so. Sondern ich möchte jetzt einmal sagen, lieber Herr Doktor, ich wünsche, ich möchte, ich verlange. Ja. Da kommt es natürlich jetzt auf verschiedene Dinge an, wo ich also sehr persönlich mit Ihnen reden müsste, zu sagen, gibt es irgendwas jetzt im Körper, wo Sie selber sagen, da merken Sie jetzt massive Veränderungen, es gibt was, was ich eigentlich auch schützen muss, ist je im Rahmen einer kompletten, darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? 61. Also da, ist je einmal, gibt es jetzt irgendwas von der Wechselsituation, wo Sie sagen, da merken Sie irgendwas, vom Antrieb, von der Leistungsfähigkeit? Irgendwas? Es ist außer den Hormonspiegeln. Ja, den normalen, ja. Ja, normalen, also im, ist eigentlich nichts durchgeführt worden. Ich habe keine großen Beschwerden, ja. Nur gewisse Dinge haben mich jetzt ein bisschen nachdenklich gemacht. Ja. Zum Beispiel das mit dem Vitamin D. Genau. Also so ein paar Sachen, mein Stresshormon, die mich eigentlich auch ein bisschen interessieren. Ja, das können Sie auf jeden Fall. Weil Sie ja so nett gesagt haben, dass wir uns da selber ganz schlecht einschätzen können, dann denke ich mir, gehöre ich wahrscheinlich auch da dazu und bin nicht da die Ausnahme. Ich möchte einfach vielleicht wirklich jetzt ohne diesen wirklich größeren Beschwerden, weil ich habe wirklich diesen genetischen, dieses Pluspunkt gehabt, dass ich ganz gut da durchgerasselt bin. Aber ja, es geht mir einfach trotzdem einige Dinge interessieren. Eines ist ganz wichtig, wenn Sie jetzt sagen, mit 61 Jahren zu Ihrem Frauenarzt, der Sie schon lange kennt, Sie möchten einen Hormonstatus, dann sagt er Ihnen jetzt spontan, sage ich Ihnen, dann wissen wir eh, wie das ausschaut, weil mit 61 Jahren ist eh klar, dass Sie kein Östrogen mehr haben. Das ist die spontane Antwort. Es geht aber nicht ums Östrogen allein, sondern es geht um das Zusammenspiel der Hormone. Das heißt, es geht um die Frage des männlichen Hormons, dieser Hormonvorstufe, das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie was zum Schreiben haben, wie die heißt, das heißt THEA, ja? Dora, Dehydroepiandrosteron, aber Sie brauchen sie nur THEA merken, das ist die Hormonvorstufe und aus der THEA, ja? Das ist die Hormonvorstufe, die für uns in jeder Hinsicht total wichtig ist, ja? Die also praktisch aus der sich männliches und weibliches Hormon produziert und wo vor allem eines ist, dass wir sehen, wenn Sie ein ganz niedriges männliches Hormon haben würden jetzt, weil Ihre Eierstöcke zum Beispiel, ich sehe das ja bei Frauen, bei manchen Frauen, die auch Anfang 60 sind, haben keine Testosteronproduktion und das hat langfristig eben auf die Muskelkraft, auf viele Dinge eine Auswirkung. Und wenn wir jetzt also dieses DHEA haben, diesen Wert, und der ganz niedrig ist, dann kann ich Ihnen voraussagen, dass sie kein Testosteron mehr haben. Und das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Dann gehört natürlich die Schilddrüse mit abgeklärt, sie gehen nüchtern zur Blutabnahme, lassen alle Blutfettwerte machen, nicht nur das Cholesterin, sondern eben auch die Triglyceride und das HDL-Cholesterin und das LDL-Cholesterin, wobei also dieses gute sogenannte Cholesterin, wo alle Frauen total glücklich sind, wenn ich sehe, wie der Status ausschaut, und ich sehe, sie hat hohe Triglyceride, hohes LDL-Cholesterin, also die Risikofaktoren, und sagt mir aber die Frau, na, der Arzt sagt immer, ich habe aber nur gutes Cholesterin von dem guten Cholesterin und da sollten sie einen Wert haben über 60 und die Frau hat vielleicht 65, aber dafür 300 Triglyceride statt 170, dann kann ich sagen, können Sie ihr gutes Cholesterin vergessen, weil die Triglyceride ihr Risiko sind. Ja? Und so geht es dann, das heißt die ganzen Blutfettwerte, die Schilddrüsenwerte, die gesamten Hormonwerte, einschließlich dieser Hormonvorstufe aus der Nebenniere, das ist das DHEA und das Cortisol, ja? Das ist also das Stresshormon und das Vitamin D, wobei Sie, da müssen Sie auch nochmal mitschreiben, weil da tun die Ärzte oft was Falsches ankreuzen, weil die aktive Form, die für uns für den Vitamin D-Spiegel im Blut wichtig ist, ist das 25-OH-Vitamin D. Und da beeindrucken Sie jetzt nächste Woche. Also. Gut. Der Herr Doktor wird sagen, wo haben Sie denn das wieder her? Ja, ist okay. Okay, wir haben eine Frage da in der ersten Reihe. Bitte, wo ist das näheste Mikrofon? Ja, bitte. Ich
Frau Dr. Heidinger, ich möchte gerne fragen, wann sollte man darauf beharren, dass die Körperdichte, die Knochendichte gemessen wird? Das wird da immer so unterschiedlich angewandt. Also da haben wir auch eine Krankenkassensicht und eine Sicht, die ich habe und viele Ärzte auch wie ich. Also die Krankenkassensicht sagt, dass wir erst jenseits des 65. Lebensjahres die Frauen schicken müssen. Ich finde, das ist ein totaler Wahnsinn. Aus einem Grund, erstens hängt das auch von Frau zu Frau, ist das völlig unterschiedlich. Und wenn das jetzt eine Frau ist, die ihr ganzes Leben sportlich irrsinnig aktiv war, immer eher untergewichtig war, vielleicht noch geraucht hat, dann ist vollkommen klar, dass die in dem Moment, wie die Hormone wegfallen, ein deutlich höheres Risiko hat, an Osteoporose zu erkranken und die Vorstufen natürlich enorm wichtig sind, dass wir die früh genug kennen, wie eine Frau, die diese ganzen Risikofaktoren nicht hat. Ja? Wir wissen auch, extremer Leistungssport, nämlich wirklich im Sinne der Leistungserbringung, im Sinne des Ausdauersportes, habe ich ja also teilweise erschreckende Dinge bei den Langläuferinnen, bei den Mädchen aus dem SSM, aus dem Schulgymnasium, die Ausdauerleistung bringen, die keine Hormonsituation haben. Und ich habe Turnerinnen, die mit 25, 30 Jahren so schwere Osteoporose haben wie Frauen mit 70 Jahren. Das heißt, es ist nicht Frau gleich Frau und es ist ihr Leben bis dorthin schon bestimmend, wann man das macht. Wir sagen immer jetzt als Gynäkologen und sind auch von der Gesellschaft dieser Meinung, dass wir sagen, so ungefähr 2 Jahre nach Aussetzen, wie die Regelblutung ganz aus ist, ist ein relativ repräsentativer Wert. Wenn ich bis dorthin nicht zu den Schnellverliererinnen gehöre, dann kann ich mit einem guten Lebensstil eigentlich damit rechnen, dass ich nicht zu den Schnellverliererinnen gehöre und eigentlich nicht zur Risikogruppe zu zählen ist. Dann würde sicher nach 5, 6 Jahren eine knochendichte Messungskontrolle sinnvoll sein und dann sind sie in einem Alter, wenn sie es bis dort nicht haben, dann kriegen sie es auch späterhin nicht. Also der Lebensstil, ihre genetische Situation, die sie mitbringen und wie ihr Leben bis dorthin verlaufen ist, ist wesentlich entscheidend, wann man das erste Mal macht. Dankeschön. Dann war da hinten eine Frage, oder? Sie wissen es, ja? Sie? Ja. Okay. Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar, ich habe Probleme bei Hitzewallungen, also besser gesagt nicht so am Körper, aber bei den Fußsohlen. Mhm. Hängt das auch mit dem Wechsel zusammen? Ja, natürlich. Das können natürlich in sehr hohem Maße Durchblutungsstörungen sein, auch an den Fußsohlen, die natürlich unter Umständen mit den veränderten Stoffwechselsituationen nach sich ziehen. Das Gefäßsystem verändert sich komplett und die Gefäße, die vorher weitergestellt werden, sind halt jetzt deutlich enger. Und es gibt Frauen, die eben, wenn das nicht diese Unruhesituation generell ist, die eben auch dieses Kribbeln an den Füßen haben, was also schon mit Hitze zusammenhängt. Und was kann man da dagegen machen? Also ich denke, da wird man auch schauen, dass man geeignete jetzt Schul- oder anders medizinische Therapie findet. Aber da sind zum Beispiel Kneippbäder irrsinnig wichtig, dass sie zwischen kalt und warm, dass sie die Gefäße ein bisschen aktivieren, auch da unten. Und da sind gerade also die Kneippanwendungen zum Beispiel sehr sinnvoll. Das ist ab und zu voll mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht. Also geht's los? Oder am Abend? Und was ich auch merke, ist, dass ich Sodbrenner kriege. Ja. Oft um 1 in der Früh oder 2 in der Früh, hängt das mit dem Essen zusammen, oder? Ja, das hängt wahrscheinlich, muss man auch schulmedizinisch schauen, ob das nicht mit dem Reflux oder sowas zusammenhängen kann, vom Magen her. Ja. Aber ist sonst nicht eine typische Wechselgeschichte? Nein. Nicht, okay. Dankeschön. Dann war da hinten, ja. Ich schaue mal da herum aus, dort. Aha, okay. Ich bin skeptisch, dass die ganzen Laborkontrollen bezüglich der Hormone eine Kassenleistung sind. Ja, glaube ich, dass da vielleicht manches selber zu bezahlen ist eventuell. Na, wenn ihr Indikationen richtige hinschreibt, nicht. Ja. Über also die Hausärzte ist es schwieriger. Ich gebe meistens für die Hausärzte die Zuweisung den Patientinnen sehr mit. Gut. Die sagen, ich möchte nicht ins Labor gehen, sondern ich gehe lieber zum Hausarzt. Dann muss ja der Hausarzt auch wissen, was ich möchte, dass er also da abnimmt und hinschickt. Und dann schreibe ich natürlich dementsprechend die Diagnose. Und das ist nie eine Lügendiagnose. Aber ich denke mir, dass man
trotzdem also schreiben kann. Es gibt viele, viele Gründe für Frauen, dass ich weiß, also ob ich jetzt zum Beispiel auch wissen möchte, ob die Dosis passt, die ich gegeben habe. Da muss ich jetzt sagen, für die Dosisfindung brauche ich diese Kontrolluntersuchung. Und da wird auch vielleicht der Hausarzt sagen, mit dem bin ich ja auch leider konfrontiert, dass der Hausarzt sagt, das haben wir erst vor 3 Monaten was abgenommen, warum denn jetzt schon wieder? Und da geht es aber immer um die Situation, wenn die Frau mit etwas nicht zufrieden ist, dass ich sage, ich muss einmal schauen, kommt das, was ich ihr gebe, im Blut auch an? Ja? Das heißt, das kann ich nur so sehen. Und so kann man schon mit richtiger Indikationsstellung, also ist das an und für sich. Auf alle Fälle hilfreich, wenn vom Facharzt was kommt. Bitte? Es ist hilfreich, wenn vom Facharzt ja. eine hundertprozentig, das ist viel gescheiter. Ja. Ja. Danke, machen wir das 3 da drüben. Ja. Ich hätte eine Frage, und zwar bezüglich, also ich habe relativ viele Myome in der Gebärmutter und mein Frauenarzt ist schon seit Jahren, legt er mir neu, weil ich immer Zwischenblutungen noch oft habe und so, die Gebärmutter zu entfernen. Und er sagt, das würde hormonell keine Auswirkungen haben. Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? 48. Haben Sie, außer dass Sie Zwischenblutungen haben, sonst Beschwerden mit dem Eisenmangel? Bluten Sie so stark, dass Sie massiv Eisen verlieren? Nein, jetzt müsste ich ihn vielleicht einmal messen lassen. Also jetzt merke ich schon, dass eventuell einmal das, also ich versuche halt alternativ Eisenpräparate zu nehmen. Ja, das ist auch die sinnvollste Sache, weil die schulmedizinischen Eisenpräparate, die Sie schlucken, werden zu mehr als 80% über den Darm ausgeschieden, die bringen gar nichts. Also Eisen muss ich ersetzen, entweder indem ich es in eine Infusion gebe, ja, dass es direkt in die Blutbahn kommt, oder ich nehme die alternativen Präparate, wo dazu Vitamin C ist, weil wir Vitamin C brauchen, damit das Eisen eingeschleust wird. Und in den schulmedizinischen Präparaten ist das nirgends drin. Also das ist der Punkt. Na, aber jetzt zur Gebärmutteroperation. Ich denke, mit 48 Jahren müssen Sie ganz massive Gründe haben, sage ich jetzt einmal, ja, wo, also da müssen Sie einen Leidensdruck haben, wo Sie sagen, das will ich jetzt loswerden. Weil sonst, wissen Sie, wenn Sie jetzt 38 wären, Ihre Kinderplanung abgeschlossen haben, zwischen der einen und anderen Regelblutung sich von Ihrem Eisenspiegel nicht mehr holen, Ihr Blutbild ganz niedrig ist, Sie kaum mehr die Stiege raufgehen können und sagen, meine Lebensqualität ist so, dann muss ich Ihnen sagen, hat das mehr Sinn, in dem Zeitpunkt dann zu sagen, na gut, dann trenne ich mich bewusst vor der Gebärmutter. Zu der Frage, jetzt mit 48, will ich mir gut überlegen, ja, ob das noch einen Sinn hat, es zu tun, wenn der Leidensdruck für Sie oder die Laborbefunde nicht groß genug sind, also nicht schwerwiegend genug sind. Zu der Frage, macht das gar nichts aus, wenn ich die Gebärmutter noch habe oder nicht, da muss ich Ihnen 2 Aspekte sagen. Der eine Punkt ist der, wenn ich Frauen habe, die also, wo ich davon überzeugt bin, wir müssen darüber reden, die Gebärmutter zu entfernen, dann werde ich mit der Frau ganz deutlich das Erleben ihrer Sexualität diskutieren. Wie bekommt die Frau oder wie kommt die Frau zu ihrem Orgasmus? Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich meine, die Frauen müssen wissen, werden sie stimuliert eher durch außen oder werden sie stimuliert dadurch, dass wirklich der Penis an den Muttermund der Gebärmutter anstößt und damit auch die Kontraktionen macht. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, den man mit Frauen diskutieren muss. Und bei all jenen Frauen, die eigentlich ihren Orgasmus erleben, das Antupfen des Penis an der Gebärmutter haben und fortgeleitet da die wellenförmigen Kontraktionen bis zum Orgasmus haben, die werden schlagartig nach Entfernen der Gebärmutter ein Problem mit ihrem Liebesleben haben. Ja, das gehört diskutiert, ja, zuerst einmal. Also das ist so ein Punkt, deswegen bin ich nicht mehr so wie früher der Meinung, so wie heute alle waren, und ich komme aus einer Schule, Professor Reifenstuhl, da haben wir alle niederoperiert, deswegen kann ich das auch gut, aber ich meine, das ist ja was Zweites, ja. Das heißt, das kann es nicht mehr sein. Das ist einmal der eine Punkt. Wie erleben Sie Ihre Sexualität? Und das ist mal sicher das, was enorme Bedeutung hat, ja. Also so würde ich das mal... Vom Hormonellen her? Vom Hormonellen her, das war die zweite Frage, die wird es nicht behalten, ist es so, dass wir wissen von den Untersuchungen, das ist gleich, wenn Sie Eileiter unterbunden sind oder wenn Sie die Gebärmutter entfernt haben, läuft dasselbe Mechanismus ab. Sowohl bei der Eileiterunterbindung wie bei der Entfernung der Gebärmutter setzen Sie die Gebärmutter von den Eileitern und Eierstöcken ab und machen dort, setzen dort eine Klemme drauf oder durchschneiden es, wie auch immer. Ja? Und damit kann zwischen den Eierstöcken und den Blutbahnen der Hormontransport nicht mehr so erfolgen. Das heißt daher, dass diese Frauen, das ist statistisch klar, einige Monate, aber nicht mehr, ja, einige Monate früher
wie wenn sie sonst, wenn sie die Gebärmutter noch hätten, in den Wechsel kommen würden, vielleicht einige Monate früher in den Wechsel kommen. Das ist gegeben, das kann sein, muss aber nicht sein, das kann man einer Frau sagen. Aber es ist sonst hormonell nicht zu erwarten, dass sie also jetzt deswegen, weil die Gebärmutter wegkommt, plötzlich massive Wechselbeschwerden haben. Aber sie könnten etwas früher in den Wechsel kommen, wenn sie nicht mehr da ist. Danke. Okay, danke. Daneben, ja. Ich hätte eine Frage, und zwar insofern, wie Ihre Erfahrungen sind, Multiple Sklerose-Patienten, vor allem, ich meine jetzt die Frauen, im Wechsel vor oder nach dem Wechsel, ob Ihnen da was bekannt ist, dass da Auswirkungen gibt. Sie meinen jetzt bezüglich Schübe oder dadurch, die Hormonsituation dann nicht mehr so da ist, oder? Schon insgesamt der Verschlechterung der Multiple Sklerose nach dem Wechsel zum Kann Beispiel. Man nicht sagen, kann man nicht sagen. Ja. Also da gibt es also von der Statistik, also von meiner Erfahrung eigentlich auch nicht. Ja? Also das ist so, dass eigentlich mit der hormonellen Situation, dass die Hormone dann nicht mehr das Auf und Ab haben, eigentlich auch mit der Bereitschaft zu schüben, das nicht zunimmt. Danke. Okay. Ja, nehmen wir das noch dazu, bitte. Dann schauen wir wieder da herüber. Ja, bei Ihnen, genau. Ich habe jetzt vom Hausarzt Vitamin D bekommen, ja. Und da ist mir verordnet worden, 30 Tropfen einmal in der Woche. Es hat das Sinn. Man müsste dann mal kontrollieren, ich weiß nicht, wie Ihr Spiegel war. Alle Medikamente in unserem Körper kommen bei uns so verschieden, wie wir hier sitzen, unterschiedlich an. Sie können also ein Präparat, das Sie einer Frau geben, wenn ich jetzt eine Bestimmung habe und die eine Frau hat einen annähernd gleich niedrigen Vitamin-D-Spiegel wie die andere Frau und ich gebe der einen Frau 3 Tropfen und der anderen Frau 5 oder einmal nur 20 oder 30 Tropfen pro Woche, dann kann sein, könnte sein, rein theoretisch und auch praktisch, dass also wenn Sie nur einmal die Woche die 30 Tropfen nehmen, die zum Beispiel im Körper nicht so aufgenommen werden, wie wenn der Körper jeden Tag 3 kriegt. Hausnummer, ja? Also man müsste überprüfen, dann nach einiger Zeit, ich mache durchschnittlich bei den Frauen so nach 3 bis 4 Monaten, sowohl eben gerade bei diesem DHEA-Wert wie auch beim Vitamin D, einmal nur Kontrolle des Spiegels, um auch zu sagen und die Frauen damit motivieren zu können, das, was tun, kommt an, das passt jetzt gut, da tun wir jetzt so weiter oder es hat überhaupt eine Dosis erreicht, wo man dann zum Beispiel beim Vitamin D auch einmal sagen kann, in den Sommermonaten, man kann es einmal etwas lassen. Das Problem beim Vitamin D ist ja das, ja, dass es ja über die Haut aufgenommen wird, ja, und dann weiter transportiert wird in die Leber und in die Niere und dort in die aktive, bioaktive Form umgewandelt wird. Und unser Problem ist ja das, dass wir natürlich unsere Haut sehr schützen, auch aufgrund der negativen Wirkungen, die die Sonnenbestrahlung haben kann. Und wenn Sie auch für die Haut und die Schäden und die Pigmentflecken und alle Dinge jetzt zusammenzählen, ja, dann hat ja die Sonne eine andere, auch mit der Melanomhäufigkeit, eine andere Bedeutung gewonnen, jetzt auch bezüglich der Haut. Das führt dazu, dass sich die Frauen natürlich mit einem deutlich höheren Sonnenschutz einschmieren, dass wir uns deutlich mehr vor der Sonne schützen und damit dann auch in den Sommermonaten diese Umwandlung nur mehr ganz schlecht erfolgen kann. Das ist zwar unter Anführungszeichen der bisschen Nachteil des übermäßigen Sonnenschutzes. Wenn Sie die Sonnenstrahlen wirklich so aufnehmen wollen, ja, dann wissen wir ganz genau, welcher Körperteil nimmt die Sonne am unmittelbarsten auf und die Vitamin-D-Umwandlung erfolgt da. Das ist, wenn Sie sich in der Mittagszeit eine halbe Stunde, ja, 2-3 Mal die Woche mit den Unterarmen nach unten, mit den Innenseiten der Unterarme bestrahlen lassen. Da haben Sie die größte Eintrittspforte, ja, und die größte Umwandlungssituation in das aktive Vitamin-D. Danke. Weil das tun wir nie, nicht? Weil so sitzt kaum einmal jemand da. Dankeschön. Die Dame in der zweiten Reihe, in grün bitte. So, die nächste Frage bitte. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Wirkung auf die geistige Fitness bezüglich Stoffwechselveränderung und Hormonveränderung? Kann man da noch einschreiten? Hat es mit 65 Jahren noch, gibt es noch Möglichkeiten dazu?
Also ich glaube, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an, weil das nicht zuletzt jetzt auch in der Forschung einen riesigen Stellenwert einnimmt. Also gerade in der ganzen Alzheimer-Demenz und in diesen Forschungsbereichen auch den Zusammenhang zu sehen, wie das mit der hormonellen Situation ist. Eindeutig ist klar, dass natürlich unsere Zellen nicht auf dieses Altwerden programmiert sind. Und bei jeder Zellteilung geht ein wichtiger Stück des Endstückes an der Zelle, verkürzt sich. Und irgendwann einmal ist jede Zelle in unserem Körper zu einem Zelltod auserwählt. Jetzt ist es so, dass wir natürlich jetzt so lange leben, dass wir aber deutlich wissen, dass es Faktoren gibt, die halt eine enorme Beschleunigung dieser Stückchen da machen, dass die also kleiner und immer kürzer werden. Und das wird also ganz wesentlich in dem Zusammenhang gebracht. Eines ist vollkommen klar, chronische Entzündungsreize zu vermeiden, ist das Schlagwort schlichtweg. Das Problem, das ich sehe auch, da kann ich viele Beispiele erzählen, das Problem, das ich sehe, ist, dass diese chronischen Entzündungsreize in unserem Körper nicht mehr als Krankheitssymptom wahrgenommen werden. Wenn wir jetzt uns nur den Darm anschauen, der ja massiv besiedelt ist von Keimen, von guten, die wir brauchen, aber auch von schlechten Bakterien und Keimen, so wird einfach die Abwehr dieses Systems durch so viele Dinge gestört. Das heißt, wir haben in sehr hohem Maß unsere natürlichen Abwehrkräfte verloren. Und je älter die Zellen werden, auch umso weniger widerstandsfähig sind sie gegen Gene, die zerstörend wirken in diesem Bereich. Und das ist sicher das Grundproblem. Das heißt, sich entzündungsarm zu verhalten, entzündungsarm zu ernähren, hat einmal auch für die Gehirnfitness eine ganz große Bedeutung. Wenn ich Ihnen jetzt nur ein Beispiel nur ganz kurz sagen kann, weil es ja sicher für viele sehr interessant ist, wie sich diese chronischen Entzündungsreize jetzt auch eben im gynäkologischen Bereich erkennbar machen. Früher an der Klinik habe ich unwahrscheinlich viele junge Frauen und mittelalterliche Frauen gesehen mit Eierstockentzündung und so weiter. Das kommt in meiner Praxis nicht mehr vor. Ich habe seit Jahren keine Eierstockentzündung mehr gesehen. Aber wenn ich jetzt nur vergleiche, wie haben die Krebsabstriche ausgeschaut vor 10 Jahren und wie schauen sie heute aus, dann habe ich vor 10 Jahren, wenn ich von 100 Frauen den Krebsabstrich abgenommen habe, dann habe ich vielleicht ja, ein paar schlechtere auch gehabt drunter, aber der Großteil waren 1er-Abstriche und circa, würde ich sagen, 30% waren 2er-Abstriche. 2er- und 1er-Abstriche ist ein völlig normales Zellbild, aber es hat einen Grund, warum es kein 1er ist, weil es eben so leichte Entzündungszellen drinnen haben kann und gibt es mehrere Ursachen. Wenn ich jetzt mir die Abstriche anschaue, bei mir kriegt ja jede Frau ihren Krebsabstrich nach Hause zugeschickt nach circa 2 Tagen, nach 2 Wochen, dass sie weiß, was sie für einen Krebsabstrich hatte, das schreibe ich dazu, ich schaue mir das alles selber an, dann ist es klar, dass ich so sehe, da habe ich vielleicht von 100 Patientinnen 3 Einser und alle anderen sind 2er-Abstriche. Das heißt, das hat sich vollkommen verschoben, dass das so eine leichte Kernunruhe, das müssen dann immer Frauen erklären, weil dann ist es oft notwendig, dass du nicht nach einem Jahr erst eine Kontrolle machst, sondern schon am halben Jahr, sind die Frauen beunruhigt, muss sehr viel mit ihnen reden, dass kein Grund zur Sorge ist, aber es ist ein kontrollierungsbedürftiger Befund. Und das machen die großen Entzündungsreize und die sind wesentlich dafür verantwortlich, eben für Krebsbildung, für chronische Entzündungen, die auch im Gehirn sich abspielen können und so weiter. Also das ist, weiß man schon, dass man gerade für die Hirnfitness auch einiges machen muss, was gegen freie Radikale und gegen Entzündungen wirkt. Die kommen aufgrund unserer Lebenssituation, aufgrund unseres Lebensstils. Man hat gesehen, man hat große Untersuchungen bei den Bäuerinnen gemacht, zwischen Bergbäuerinnen, die also ihr eigenes Essen dort gehabt haben, eigene Lebensmittel hergestellt haben, stressfreier unterwegs waren, viel sich in der Natur bewegt haben. Und dort hat man Bäuerinnen gegenübergesetzt, sind ganz interessante Studien, Bäuerinnen gegenübergesetzt, die im Flachland sind, die Stress haben, die nur dazu also viele Dinge haben, die also dort nicht so leicht zu machen sind wie in einem Bergbauernhof, ja, obwohl die Arbeit dort schwerer ist. Ja. Man hat hier riesige Unterschiede gesehen, alleine, weil man sagt, es waren beides biologische
Nahrungsmittel, Lebensmittel, die sie gehabt haben, dann hat bei der einen, bei den Bergbauerinnen keine Entzündungsreize stattgefunden und bei den anderen schon. Also man sieht ganz unwahrscheinlich, wir wissen ganz deutlich, dass der Druck, den wir jetzt ausgesetzt sind, den wir uns selber machen, mit ununterbrochener Erreichbarkeit, mit dem Handy rund um die Uhr, unsere Jungen, ja, Kinder und Leute, die also einfach in Betrieben sind, die überhaupt nicht einmal mehr abschalten können am Wochenende, weil sie rund um die Uhr erreichbar sein müssen. Man hat gute Untersuchungen gemacht, allein was Autofahrten in der Länge und im Stress Stau zu stehen, was das an auslösenden Faktoren ist. Und dann ist es ganz im hohen Maße auch unsere Ernährung. Wissen Sie, wenn wir Tomaten kaufen, die nur in Nährlösungen aufgewachsen sind, ja, weil wir es halt nicht anders teilweise kriegen, den Zugang nicht haben, dann sind alle Krebs, also krebsschützende Wirkstoffe aus dem Lycopin, das ist der rote Farbstoff der Tomate, das ist ein ganz wichtig untersuchter krebsabwehrender Stoff. Da ist nichts mehr von dem drinnen, nichts, nichts mehr. Sie haben nichts mehr in diesen Nahrungsmitteln drinnen, was wirklich also dafür, deswegen boomt ja auch diese Nahrungsergänzungsmittelproduktion so. Ja, das ist ja vollkommen klar, weil man es wirklich, man hat, also da gibt es ein ganz großes Institut in New York, in New Jersey, das National Cancer Institute, das hat aus den 10.000 aktiven Pflanzenwirkstoffen genau 35 herausgefiltert, die nachweislich den großen Studienlagen untersucht sind, gegen die wirklich als krebsschützende Wirkung erkannt werden. Und wenn ich jetzt das schaue, das sind alles Obst- und Gemüsesorten in sehr hohem Maß, und wenn ich das aber schaue bei den Untersuchungen, was da bei uns drinnen ist, dann sind diese Stoffe nicht mehr da. Ja? Das heißt, ich muss mich behelfen bei Frauen jetzt in der Krebsvorsorge mit am Kurkumin, mit Sachen aus der Gelbwurz, weil ich das gar nicht anders tun kann. Ja? Also gerade in der Rezidiv bei Karzinomfrauen und so weiter. Es ist unwahrscheinlich, da hat sich unwahrscheinlich viel getan. Das alles machen chronische Entzündungsreize. Und der Darm macht wahnsinnig viel aus. Der Darm besiedelt die Scheide und die vielen Entzündungen, die wir in der Scheide haben und die ganzen Virusgeschichten. Wie gesagt, wir könnten ein Seminar machen. Gut, das können wir im Heute nicht mehr. Moment bitte. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Uhr schauen und die Gratis-Sprechstunde auch zu einem sinnvollen Schluss bringen. Es gibt jetzt ein paar Wortmeldungen von Leuten, die schon dran waren. Ich würde jetzt noch zwei, drei Wortmeldungen gerne nehmen von Menschen, die noch nicht dran waren. Also da zum Beispiel, wo ist die zweite? Da, okay, genau. Und einmal noch oben. Dann können wir das einmal so, diese drei Wortmeldungen einmal so annehmen und dann schauen wir. Bitte. Nur ganz kurz. Ich nehme ein Schilddrüsenpräparat. Warum muss ich das immer nüchtern nehmen und eine halbe Stunde vor dem Frühstück? Darf ich Sie fragen, was Sie nehmen? Euthyrox. Euthyrox. Es kommt ein bisschen drauf an, ob es sich um eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion handelt. Ja, ich weiß bei Ihnen beim Euthyrox, was es ist. Aber auch und in welcher Dosierung Sie das nehmen. Es ist generell so, dass die Medikamente, schulmedizinische Medikamente, manche in sehr hohem Maß auf nüchternen Magen, wenn sie nicht gleichzeitig mit dem Essen zusammengenommen werden, eine bessere Wirksamkeit entfalten. Das heißt, besser aufgenommen werden können im Stoffwechsel. Und dann ist es auch notwendig, dass sie eben ein bisschen einen Abstand einhalten. Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich, so wie man ja auch ganz banal in der Umsetzung sagt, es ist eben das Vitamin D, was man in der Früh nimmt, und das Zink, um Gottes Willen, nicht zugleich, ja, weil das würde sich aufheben. Und ich bin ja immer so entsetzt, das ist jetzt nur jetzt anklingend an Ihre Frage, wenn ich sage immer Frauen, sie sollen alles mitbringen, was sie nehmen. Ja, auch an alternativen Dingen. Und dann gibt es Frauen, sage ich Ihnen, die schütten vor mir einen Sack aus. Auf meinen Schreibtisch. Und ich sehe, wenn ich das anschaue, was das so alles ist, kreuz und quer, dass ich hier ja sofort sagen kann, wenn Sie das nehmen und das nehmen, dann haben Sie schon die Wirkung vorbei, weil das eine hebt das andere auf. Das heißt, es hat keinen Sinn jetzt, das ist nur anklingend an Ihre Frage, nur deswegen, wir wissen, dass ungefähr 20 verschiedene, auch alternative Stoffe, wenn Sie so wollen, ja, in Arznei, als Arzneimittel, Pflanzenstoffe, gesund sind für die Frau. Jetzt werden Sie die aber alle nehmen, ja, dann heben Sie sich gegenseitig unwahrscheinlich auf. Es bringt überhaupt nichts. Das heißt, bei mir kriegen die Frauen nie mehr als 2 bis maximal 3, wenn wir Vitamin D noch dazu haben, mehr nie. Und wir ändern das, weil das ist ein Prozess, das habe ich auch in China gesehen, wie das läuft. Ja, dass das ja ein Sie entwickeln sich weiter, Ihre Befindlichkeit wird eine andere und dementsprechend ist das anzupassen. Und dann ist es also so, dass es Ihnen auch langfristig im Sinne der präventiven Vorsorge was nützt. Also wenn Sie alles auf einmal nehmen, bringt das überhaupt nichts.
Gar nichts. Bei Ihnen bitte, ja. Mhm. Dann da oben, ja. Ich hätte eine Frage. Gibt es was gegen Morbus Renault? Ich habe immer die kalte... Ja, kalte und blaue Finger. Ja, ganz weiß und relativ schnell, also braucht nicht lang. Ja, das ist sicher eine sehr schwierige Sache, jetzt zum Beispiel das nicht nur nicht schulmedizinisch, sondern zusätzlich alternativ. Da hat man eigentlich sehr wenig. Also man geht dann immer auf die Basis zu schauen, dass man halt antientzündlich was macht, was Wärmendes ihnen gibt. Ja, also das wäre, aber ich sage Ihnen, das sind, natürlich macht es vielleicht das Leben ein bisschen leichter, aber die Erwartungshaltung, dass man da wirklich therapeutisch viel machen kann, die darf man ihnen einfach nicht vormachen. Danke. Oben bitte. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, wenn unsere Nahrung wertloser wird, unser Leben stressiger, wie kommt dann die Lebenserwartung von 100 Jahren? Ist das dann die bessere medizinische Versorgung? Mhm. Ich sage Ihnen eines, es ist so, dass die medizinische Versorgung macht beim Thema Gesundheit nicht einmal 10% aus. Es ist das, dass unser Lebensstil ein anderer geworden ist, das soziale Umfeld ein anderes geworden ist, die Menschen früher an Krankheiten gestorben sind, die einfach nicht einmal erkannt wurden, ja, die es halt heute teilweise nicht mehr gibt. Ja, wenn ich also an jetzt in meinem Fachgebiet an schwere Syphiliserkrankungen, haben wir im europäischen Raum, haben wir das nicht mehr. Es ist so viel wie die TBC ausgerottet, die für so viele anno dazu mal eine Todesursache war. Also es hat sich mehr oder weniger sehr viel geändert auch, aber im das soziale Umfeld, das gehört eben so gut angeschaut, dass man ja auch weiß, dass Menschen, die in Armut leben und die mehr oder weniger sich um diese gängigsten Dinge des Lebens kümmern müssen, natürlich nicht zu alt werden, risikoreich sich ernähren, risikoreiche Dinge machen mit massivem Rauchen und Alkoholkonsum und damit natürlich die Lebenserwartung für diese Menschen auch deutlich geringer ist. Aber in unserer westlichen Welt hat sich einfach systematisch, und da hat der Professor Hengstschläger ja auch sehr viel gemacht, auch genetisch einiges einfach in diese Richtung hin verändert. Das heißt, es wird immer weiter werden, aber das Problem ist, dass wir schauen müssen, dass wir diesen Lebensabschnitt einfach auch ein bisschen gesünder leben, weil ich Ihnen sage, dieses ganze Pflegepotenzial, was auf uns zukommt, wer soll uns denn pflegen? Und das hat jetzt, weil wir heute gar nicht viel über Osteoporose und was geredet haben. Das heißt, diese Muskelkraft zu haben und daran zu arbeiten, dass wir die noch haben, dass man vielleicht mit 80 alleine ohne Hilfe von einem Sessel aufstehen kann, das ist eine Frage der Bewegung, der Ernährung und vieler Dinge. Und das ist gute Vorsorge, die wir unbedingt tun müssen, weil ich nicht sehen würde, wer uns alle einmal pflegen würde sonst. Ihre Frage ist natürlich auch insofern völlig berechtigt, als in den USA die Kurve ja schon wieder zurückgeht. Nicht? Aufgrund des Ernährungsverhaltens in den USA ist die Lebenserwartung dort für die nächste Generation schon wieder geringer als für die jetzige. So, die drei letzten Fragen, wer die jetzt eine davon stellt, übernimmt eine hohe Verantwortung, weil es müssen jetzt wirklich Kernfragen noch einmal zum Thema sein. Für drei kurze Fragen hätten wir noch gerne die Zeit. Wer hat noch etwas dringend? Bitte. Das Mikrofon, bitte. Zurückzukommen auf das Vitamin D. Ja. Ich habe jahrelang Kalzium eingenommen in jeglicher Form, aber kein Vitamin D. Und dann habe ich Probleme gehabt mit dem Magen, bin zum Internisten gegangen und der hat jetzt wortwörtlich zu mir gesagt, schmeißen Sie das ganze Kalzium weg und nehmen Sie nur mehr Vitamin D. Ich habe aber von Ihnen jetzt gehört, Vitamin nur in Verbindung mit Fett. Das heißt also aufs Butterbrot. Genau. Und nicht einfach so eine Pipette oder die Tropfen. Sie können es ein bisschen auf einen Tropfen, nein, nicht eine Pipette nur im Mund. Sie können auch zum Beispiel ein bisschen Öl nehmen, wenn Sie sagen, so ein paar Tropfen von einem Öl auf ein kleines Löffel tun, geht genauso. Es muss mit Öl vermischt sein, wenn Sie das in Tropfen vormachen. Es gibt pflanzliche Kapseln von Vitamin D, wo das schon so drinnen ist in der pflanzlichen Kapsel, dass Sie es schlucken können, zwar am Morgen, weil das bleibt aufrecht, aber nicht mehr dazu extra Fett haben müssen. Ja. Aber wissen Sie, es ist auch beim Vitamin D, ganz kurz, es ist beim Vitamin D auch das Problem, dass ich so oft auf den Vitamin D-Mangel komme, wenn Frauen vor mir sitzen, die mir sagen, mir tut alles weh.
diese typischen Ganzkörperschmerzen, ja, und die Frauen sind geplagt seit ewig, die wirklich sagen, boah, ich kann nicht mehr, weil mir tut einfach alles weh. Also dieser Muskelerschöpfungsschmerz, und wenn wir dann sehen, dass die fast kein nachweisliches Vitamin D hat, dann kann ich ja sagen, ist das das Primitivste, das D aufzusättigen. Und die Leute sind wirklich innerhalb von 2 Monaten, wenn der D-Spiegel dann hoch ist, ein anderer Mensch. So einfach ging es. Ja, aber das muss ich messen, da lasse ich mir auch von der Kasse nicht vorwerfen, dass ich es nicht messen lasse. Ja. Also ist die Empfehlung von meinem Internisten, das Kalzium wegzulassen und dafür Vitamin D, ist sinnvoll. Eine gute Empfehlung. Ja. Gut, danke vielmals. Dankeschön. Die vorletzte Frage, bitte. Aber Sie waren schon, die Dame daneben, bitte. Die war auch schon, glaube ich. Okay, eine Frage noch von Ihnen, ganz kurz, bitte. Warte, ich kann es nicht hören. Entschuldigung. Warte, bitte. Auf das Mikrofon. Entschuldigung, warum wird nicht das Produkt der Firma Biogene in Salzburg angeboten? Ich war vorhin bei der Knochendichtemessung im LKH Salzburg zum ersten Mal, was wurde mir verschrieben? Oleovit-Tropfen, einmal in der Woche, dann sie es am Sonntag nehmen, 20. Ich habe das Rezept eingelöst, habe zu Hause dann mir den Beipackzettel angeschaut und habe sofort die Entscheidung getroffen, dann ist nehme ich nicht. Weil was da alles drinnen ist, das ist ja entsetzlich. Ich habe dann ein paar Monate eine wunderbare Ärztin hier in Salzburg kennengelernt. Gut, und Ihre die Frage, hat mir die Firma Biogene, Ihre Frage Biogene, bitte. Wo dieses pflanzliche Ding drin ist, mit Leinöl. Und das nehme ich jetzt. Das also bitte, warum okay. wird dieses Produkt nicht, was in Salzburg erhältlich ist, warum wird das nicht gefördert? Danke. Gut. Also ich habe nur Präparate, die in Salzburg erhältlich sind. Also das ist eigentlich ganz problemlos, geht das mit einem Rezept. Gell? Okay, die letzte Frage. Wo? Da oder da? Erstens, zweitens, aus. Ja, erstens. Ja, ich habe eine Frage. Ich habe, seit ich im Wechsel bin, massive Schlafstörungen. Also ich habe seit 5 Jahren nicht mehr durchgeschlafen. Und bin am Tag immer relativ geschafft. Jetzt weiß ich nicht, soll ich mit Schlafmittel versuchen oder... Ich bin ständig von 1 bis 3 Wochen. Und das ist halt das Typische, dass Sie, damit haben Sie aber auch natürlich die Hauptzeit, wo Sie gerade das Herz eigentlich in dieser Zeit zwischen 1 und 3 in der Nacht regenerieren sollte. Da müsste man mit Ihnen einmal ganz genau definieren, wie schaut Ihr Tag aus, was haben Sie wirklich selber auch für Stressparameter, wie gestalten Sie Ihren Abend, wann gehen Sie ins Bett, machen Sie irgendwann noch Sport, wann essen Sie was, wie viel und so. Also das müsste man mal zuerst schauen, ob es so äußere Umstände geht, wo man schon ein bisschen die Schlafsituation verbessern könnte, wenn man, also das kann ich jetzt nicht sagen, ohne mit Ihnen gesprochen zu haben, das ein oder andere ändern würde. Der dritte Punkt ist dann der, dass man einmal versuchen könnte, mit einem niedrig dosierten Melatonin das zu ändern, ja. Hängt auch ganz wesentlich davon ab, wann Sie ins Bett gehen. Also das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass ich ja sehr viel... Es ist egal, ob ich früh gehe oder spät, also zwischen 1 und 3 bin ich munter. Ja, in dem Moment, wo man eben jetzt sagt, man macht so etwas wie mit dem natürlichen Schlafhormon und schaut es adäquat Ihnen anzupassen, müssten Sie das ungefähr 1 Stunde vor dem Schlafen gehen nehmen, da wären Sie ja nicht müde und fallen nicht in einen Tiefschlaf um Himmels Willen, sondern da gibt es 2 verschiedene Formen dieser Präparate, jetzt unabhängig von der Dosierung. Die eine Form ist eine, die eben einfach auf einmal alles freisetzt aus der Kapsel, das ganze Melatonin, und es kommt eben darauf an, genau wann Sie jetzt ins Bett gehen würden, da müssten wir uns unterhalten. Und die zweite Kapsel ist, also die zweite Form ist die, eben auch diese chronobiologische, da wird ein Teil aus der Kapsel gleich freigesetzt und der andere Teil nach 3 bis 4 Stunden. Je nachdem, wann diese Schlafdefizite aufgehen, gibt man dann das ein oder andere Präparat und dann noch auf die Dosierung. Sie dürfen nur nie einen Fehler machen, indem Sie dann, wenn Sie nicht schlafen können, Licht machen. Weil dann fällt Ihr Restmelatoninspiegel, den Sie noch von Sie in sich haben, schlagartig hinunter. Weil Melatonin reagiert auf Licht. Also deswegen ist in der Früh das Melatonin weg, weil der Tag anbricht und das Licht über die Augen in unseren Körper einfällt. Und damit ist das das Zeichen, jetzt beginnt der Tag und jetzt fällt der Melatoninspiegel ab. Das heißt, das bisschen Melatonin, was Sie selber noch produzieren, machen Sie sich künstlich noch niedriger, indem Sie Licht aufdrehen. Also das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Das könnte mal
probieren. Das ist schon ein guter Hinweis, ja, weil sobald die Woche wird, drehe ich Licht auf. Natürlich, ja. Machen ja viele Frauen. Na, aber da muss man, da findet man auf jeden Fall was, dass das ist, auf jeden Fall muss das therapiert werden. Danke. Und die Lösung mit Schlafmittel und Psychopharmaka ist sicher für mich keine, das kann ich Ihnen sagen. Wenn wir sehen, dass 75% aller Psychopharmaka und Antidepressiva Frauen in den Wechseljahren gegeben sind, weltweit, 75%, ja, da muss ich sagen, das ist also undiskutabel, ja, weil das geht nur einmal, dass schnell schlafen und ruhig sein und dass das dann wieder geht und dass die Stimmung wieder besser wird mit einem Psychopharmaka. Das kann es nicht sein. Okay, also, danke schön. Danke. Die letzte Frage lassen wir noch. Müssen wir noch zulassen, haben wir versprochen. Bitte. Frau Doktor, hätte auch eine Frage, und zwar, ich bin in der Nacht oft munter Schweiß gebadet und mir wurde jetzt empfohlen, Salbei-Kapseln zu nehmen, und ich habe das jetzt ausprobiert und eigentlich geht es mir besser damit. Ist da irgendwas einzuwenden? Nein, überhaupt nicht. Salbei, das wissen wir, Salbei ist eine gute Möglichkeit auch. Das ist ja auch sehr oft, also ich würde das auch einmal in Teeform probieren. Und dann gibt es ja auch diese Kapseln und mehrere Dinge, also je nachdem. Aber Salbei ist absolut... Also die kommen ohne weiteres nehmen. Natürlich können Gut. Sie das Dankeschön. Ohne weiteres nehmen. Ja, danke schön auch für dieses große Interesse. Ich glaube, es wäre noch vieles da, aber wir können verständlicherweise an einem Abend nichts unterbringen. Ich habe jetzt ein bisschen da hineingeschaut. Manches, was wir auch angesprochen haben, aber auch nur zum Teil, zum Beispiel TCM, auch Homöopathie, auch Kneippmedizin im Wechsel, finden Sie auch unter anderem in diesem Buch beschrieben. Sie können draußen diese Dinge noch erwerben. Ja, wir sagen einfach, liebe Frau Dr. Maria Heidinger, vielen herzlichen Dank. Gerne. Guten Abend.